Hallo, herzlich willkommen zu Wiederaufführung. Alte Filme neu entdeckt, große Lust an steilen Thesen, Garantie nicht spoilerfrei. Jede Menge gefährliches Halbwissen von der Frau, die sich um den schwarzen Gürtel bewirbt. Kali. Und ich weiß gar nicht, was es noch für Gürtel gibt. Ich wusste es, glaube ich, mal, aber es sind ein paar Farben, aber ich habe keinen Gürtel. Ich bin Max. Hallo. Ich habe auch keinen Gürtel. Call me Pink Panda. Heute Ausgabe 177 und wir bleiben minimal mit asiatischem Einfluss. Ich glaube, es ist ein guter Kompromiss, sagen wir es so. The Karate Kid. Karate Kid steht auf dem Programm. Ja. Ja. Den habe ich heute mitgebracht, das ist wohl wahr. Gemacht. Wie kommt's denn? Ich weiß nicht, ich bin letztens wieder drauf gestolpert, auf Netflix, das ja sozusagen da liegt. Und ich weiß nicht, ich hab immer wenig Lust, amerikanische Filme zu gucken tatsächlich, aber als ich dann das Bild gesehen habe, da hat mich so eine unglaubliche Nostalgie überfallen und ich weiß, dass ich die Filme als Kind gesehen habe und ich fand sie als Kind total toll. Aber ich konnte mich halt nicht mehr großartig dran erinnern, abgesehen von Mr. Miyagi. Und daraufhin habe ich dann Lust bekommen, dass wir die nochmal sichten. Gemeinsam mit einer Tour. Ja, hast du die, also hast du als Kind gesehen, weißt du, wie viele der Filme du gesehen hast? Es gibt irgendwie, ich glaube, 4 insgesamt Filme und dann halt jetzt die Serie neu irgendwie. Also ich glaube, ich habe die ersten 3 gesehen, meine ich. Also der 4. sagt mir nichts. Und ich habe ja von der Serie auch erst danach gehört. Also nachdem wir den Film jetzt geguckt hatten, ja. Da hast du mir ja davon erst erzählt. Das habe ich gar nicht mitgeschnitten gehabt. Aber die habe ich jetzt auf meine Watchlist gesetzt tatsächlich. Bei Serien bist du immer dabei. genau, Cobra Kai. Ich glaube, es war erst eine YouTube-Serie und seitdem die jetzt bei Netflix ist, ist natürlich mal wieder alle. Das haben die plötzlich alle gesehen, so ungefähr. Ich nicht. Ehrlich? Ich habe von der noch nie was gehört. Aber gut, ich bin jetzt auch nicht in dem Zirkel unterwegs, wahrscheinlich, ne? Aber genau. Also, ich habe den Film erstmals gesehen vor ein paar Jahren. Und zwar war das so, dass mein Vater ja in Malmö gearbeitet hat. Und anscheinend hatten die da irgendwie eine Bibliothek, ich weiß nicht genau, wie das war. Auf jeden Fall hatte er dann mal irgendwie ein paar, meinte dann so hier, die eine Bibliothek macht irgendwie Lagerräumung so ungefähr. Hier sind ein paar Videos und die hatten irgendwie britische VHS-Kassetten. Das waren irgendwie 4, 5 Filme. Ich komme jetzt auch nicht mehr genau drauf, was die anderen Filme waren. Müsste ich nochmal irgendwie nachgucken, ist auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall war eins davon eben Karate Kid. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich den vorher nie gesehen habe. Das heißt, ich habe den so irgendwann in den letzten 10 Jahren erstmals überhaupt gesehen. Das ist natürlich schade, wenn du so als Teenie, ist es ja natürlich eine Erfüllung, den zu gucken, ne? Ja, ich gucke mal ganz kurz schnell noch was nach. Aber vielleicht bringe ich auch irgendwas durcheinander, das Video steht hier gar nicht. Ich habe das Video auch noch nie gesehen, aber ich wollte dich jetzt nicht. Aber ich bin mir sicher, dass das ein britisches Video war. Naja, da habe ich ihn auf jeden Fall erstmals gesehen. Ja, also meine Historie mit ihm ist auf jeden Fall nicht Kindheit oder Jugend, sondern schon so im Erwachsenenalter erst dann gewesen. Meine erste Begegnung, eine richtige. Und ich kann mich auch nicht mehr so genau dran erinnern. Ich finde es ja immer so toll, wenn du Filme als Teenie oder als Kind oder so guckst, dann hast du die ja so unglaublich positiv, also entweder sehr positiv oder sehr negativ, je nachdem, was es ist, aber auf jeden Fall immer sehr bildreich abgespeichert. Zumindest bei mir ist es so, dass ich die mal sehr mit Emotionen verknüpft gespeichert habe, teilweise. Oder mit Anekdoten sozusagen, was mir in der heutigen Zeit gar nicht mehr so häufig passiert tatsächlich. Boah, ist unterschiedlich. Hast du denn bei Karate Kid noch Anekdoten? Nee, nur bei Karate Kid hatte ich unglaublich warme Gefühl, dass ich das Gefühl hatte, ich habe diesen Film absolut geliebt. So, auch wenn meine Erinnerung vielleicht nicht mehr so da war, aber meine Brust hat es doch in Erinnerung gehabt. Mit dem Herzen habe ich das Gefühl. Ja, deswegen, das ist auf jeden Fall, also der lief damals auch auf Kabel 1, also der lief damals sehr, sehr häufig im Fernsehen. Ich glaube jetzt, da werden wir auch wieder zustimmen, dass der halt immer wieder gezeigt worden ist. Sehr gut vorstellt. Ja, und dadurch habe ich ihn halt auch gesehen gehabt. Tatsächlich. Also ich habe jetzt nicht in Erinnerung, dass ich die mit einer bestimmten Person geguckt hätte oder in einem bestimmten Umfeld, sondern einfach nur, dass ich ihn gesehen habe, dass ich ihn ganz toll fand und dass ich auf dem Stuhl vom Fernseher saß bei meiner Omi im Hinterzimmer und total begeistert war und hin und her gewackelt bin mit dem Stuhl. So. Also wie gesagt, da war ich noch recht jung. Das war auch noch in der Zeit, da habe ich noch Captain Planet geguckt. Also. Ja. Ja, der Film ist von 84. Kam
Ich glaube, bei der Mini-Recherche festgestellt, am 9. November 1984 in Westdeutschland in Kinos, also der 9. November, ein geschichtsträchtiger Tag für Deutschland weiterhin, hatte rund 870.000 Zuschauer. Ist das gut, ist das schlecht? Ich kann da keine Wellness einschätzen. Na, sagen wir mal, Mitte der 80er ist das, glaube ich, noch in Ordnung. Also heutzutage zählst du, glaube ich, ab 800 so in die Blockbuster-Kategorie, wenn du 800.000 Zuschauer schaffst. 3 Millionen Besucher ist die goldene Leinwand, die so vergeben wird. Ja, also es war nur noch so, ich hatte mal kurz geguckt, was so da sonst so davor, danach gestartet ist. Also der hatte schon durchaus auch Konkurrenz. Also das Jahr von Gremlins, Police Academy. Welcher Teil? Der erste, glaube ich, tatsächlich. Der war auch, glaube ich, der meistbesuchte Film des Jahres. Okay, verstehe, der war auch geil. Obwohl mein Liebling war immer 4. Ja, das ist aber interessant. Ich hatte jetzt gerade hier einen Gedankengang, jetzt finde ich ihn schon gerade wieder nicht wieder, ne? Warte mal, wo ist denn jetzt gerade hingegangen? Achso, ich hatte gelesen online noch, dass der Film sozusagen zu diesen klassischen Sleeper-Movies gehört. Also diesen Schläferfilm. Also von der Definition her, die halt im Kino nicht so stark gelaufen sind, aber einen riesengroßen Boom danach entwickelt haben. Also so, wie man es auch vielleicht von Firefly kennt. Also das kann ich nicht hundertprozentig beantworten. Ich hatte gesehen, also das bei der IMDb wird ein geschätztes Produktionsbudget von $8 Millionen angegeben. Und er hätte in Amerika dann ungefähr 90 Millionen wieder eingespielt. Oder 90 Millionen aber nach einem Erfolg, ne? Genau, ja. Und es sah auch so aus, als ob Wiederaufführungen und sowas wären da nicht mit eingerechnet gewesen, nach meinem Verständnis. So, und dann kann man davon ausgehen, wenn er jetzt auch noch internationale Märkte noch so ein bisschen gespielt hat, dürfte vielleicht ein bisschen was zusammengekommen sein. Ja, wir haben jetzt den Film ausnahmsweise schon mal geguckt. Wir machen jetzt nicht hier dieses Spielchen Pause und dann sprechen wir darüber. Ich würde ein bisschen was zu den Leuten hinter der Kamera kurz erzählen wollen, oder? Mach doch. Ja. Der Film ist von Regisseur John G. Avildsen, der, sagt der dir was? Ich bin bei meinem Namensgedächtnis, nee. Okay, also er hat neben anderen Filmen vor allen Dingen Rocky gemacht und auch Karate Kid 2 und 3 und später noch Rocky 5. Ist vor allem auch hier bei diesem Film ebenfalls noch Editor, also eben nicht nur Regisseur gewesen. Das Drehbuch kommt von Robert Mark Carman, der auch noch immer im Geschäft ist, hat unter anderem geschrieben Der im Himmel so nah mit Keanu Reeves. Den fand ich super gut. Und danach ging es dann mehr so in die Action-Richtung. Das fünfte Element ist von ihm, Transporter, ich glaube so komplett fast die Reihe, oder Taken hier, 96 Hours. Finde ich auch super. Der hat da also dann da seine Berufung nochmal gefunden oder seinen zweiten Frühling vielleicht sogar erlebt. Produziert ist der Film unter anderem von Jerry Weintraub, der hat unter anderem auch Nashville, Cruising, den neuen Ocean's 11 produziert und ist als Executive Producer bei Westworld, der Serie, dabei oder dabei gewesen, da bin ich nicht ganz sicher. Da das muss ich mal ganz unschuldig fragen, aber meinst du, ist Nashville die Titelvorserie? Nee, Nashville, der Film aus den 70ern ist das irgendwie. Oh. Habe ich aber tatsächlich selbst auch noch nicht gesehen. Bei der Musik haben wir schon den Kontakt zu Herrn Avildsen oder Avildsen wieder. Die ist nämlich von Bill Conti und Bill Conti ist quasi Rocky? Rocky, genau. Das und so weiter. Hat aber auch For Your Eyes Only, den James Bond Film, vertont, Roger Moore. Oder auch den Masters of the Universe Film. Die Kamera bzw. Director of Photography, und auf den werde ich, oder nicht auf ihn, aber dazu werde ich auf jeden Fall nochmal was Lobendes sagen, ist von James Crabe, C-R-A-B-E. Der unter anderem DOP war bei Rocky, dann auch The Formula, der glaube ich auch von Avildsen Regie war, und Police Academy 2 hat er auch noch unter anderem gemacht. Also Crape, also so wie Crape und Goyle bei Harry Potter geschrieben? Ja, aber der wird, glaube ich, mit Doppel-B geschrieben, ne? Ja. Und der mit einem B. Ah, okay. genau, dann die Editoren. Wie gesagt, Avildsen selbst war mit dabei. Walt Mulconery, der hat unter anderem Flashdance gemacht, und ein gewisser Bud Smith, der auch bei Flashdance mit dabei war, der aber unter anderem auch geschnitten hat Sorcerer, Cruising, Liam Neeson Superheldenfilm Darkman. Er hat beim Exorzist die Irak-Sequenz geschnitten und war zudem Associate Producer bei Sorcerer, also Atemlos vor Angst, und bei Leben und Sterben in L.A. Ja, die scheinen also auch immer mal so zusammengearbeitet zu haben, und da sind so ein paar
Verflechtung. Wie gesagt, hier Cruising ist ja von dem Jerry Weintraub auch produziert. Also da haben die sich möglicherweise auch schon mal irgendwie gesehen, getroffen, kennengelernt oder kannten sich auch so. Das ist ja was, das lese ich dann immer so und denke, aha, gleicher Film und so, aber ich habe überhaupt keine Ahnung, ob die sich persönlich kennen, also ob das vielleicht so eine Art Clique ist und deswegen ist das beste Freund oder sonst wie was, keine Ahnung. Und ganz wichtig ist mir persönlich noch zu erwähnen, das Casting war von Bonnie Timmerman, die sehr viel mit Michael Mann zusammengearbeitet hat. Deswegen grinst du auch so. Ja, also ne, 84 ist dann eben auch der Start von Miami Vice, den sie da war sie auch dabei. Manhunter, Insider, ganz viel, also nicht nur für Michael Mann hat sie gearbeitet, aber da kenne ich sie her, sozusagen, daher ist sie mir ein Begriff. Genau, das so zu den Leuten hinter der Kamera. Und vor der Kamera haben wir dann den Hauptdarsteller Ralph Macchio, der finde ich immer deutlich jünger aussieht, als er war. Zumindest so, zumindest so bis in die wahrscheinlich 30er, 40er Jahre. Finde ich immer noch. Spielt unseren Titelcharakter Daniel LaRusso. Und mir ist er hauptsächlich davor oder dazu auch bekannt aus The Outsiders, der quasi aus dem Jahr davor, aus dem gleichen oder aus dem Jahr davor ist. Ja, davor meine ich. Von Francis Ford Coppola nach dem Büchlein von Frau Hinton. Mr. Miyagi wird gespielt von Pat Morita, beziehungsweise Noriyuki Morita. Hatte ich auch nochmal die Filmografie durchgeguckt. Irgendwie, ich glaube, bei Schlacht um Midway war unter anderem noch, also war in sehr vielen Sachen dabei, schien mir aber eher kleinere Rollen zu haben. Und ich überlege, ob er mir sonst nochmal so als Gesicht irgendwie, ob ich mit irgendwas verknüpfe, aber nicht so wirklich. Weißt du den irgendwie nochmal? Nee, das nicht. Aber ich hatte, also ich hatte zum Beispiel gelesen, dass sozusagen dass das Casting bei ihm sich schwierig gestaltet hat, weil er so eher so Comedy-Charaktere verkörpert hat, also er als lustig wahrgenommen worden ist und dass er deswegen am Anfang abgelehnt worden ist und deswegen hat er sich das Bärtchen wachsen lassen und hat dann sozusagen von seinem Onkel oder Opa, eins von beiden, sozusagen diesen Dialekt angenommen, sozusagen, damit er unter ist er nochmal zum Casting oder haben sie ihn dann genommen? Akzent, ne? Ja, Akzent. Aber trotzdem, sehr interessant, ja. Weil ich wollte sagen, so, er hat ja trotzdem einige Lacher hier in dem Film, so. Naja, also es ist jetzt nicht so, dass der Film jetzt eher ernst wäre, aber das war halt so ein Kritikpunkt. Ja. Aber ich habe auch, also in der Quelle, die ich gelesen habe, schon noch drin, dass die es auch sehr nach dem Vorbild von Rocky gemacht haben. Deswegen ist es auch so ein, anscheinend so ein ewiger Running Gag mit der Crew und Sylvester Stallone, weil Sylvester Stallone immer gesagt hat, an sich habt ihr, ist Karate Kid ein Rip-Off, so sozusagen von Rocky. Was ich aber überhaupt nie einschätzen kann, weil ich habe Rocky noch nie gesehen und ich habe auch nicht das Interesse nachzuholen. Da können wir nachher vielleicht nochmal drauf kommen. Ich würde das kurz mit den Schauspielern noch abschließen und dann können wir es nochmal aufgreifen. Hast du Rocky gesehen, nur mal so für mich? Ja, ich bin jetzt bis inklusive Teil 3 in der Reihe und ja. Aber ist das Rocky oder Rambo? Rocky ist der Boxfilm und Rambo ist der Kriegsfilm, mit, ne? Kriegsheimkehrer und weitere Kriegsfilme, ja. Nee, genau, ja, Rocky, da bin ich noch nicht so hundertprozentig mit warm geworden, muss ich gestehen. Aber ich glaube, der dritte war jetzt, glaube ich, schon mit der, den ich am ehesten mochte, weil das 80er-Ding so. Hast du nicht gerade gesagt, du möchtest hier mit den Jungs weitermachen? Ja, und wegen Jungs komme ich jetzt mal zu der Dame. Und zwar Elizabeth Shue spielt die weibliche, na, ich weiß gar nicht, ist das die weibliche Hauptrolle? Ja, doch, ne? Spielt Ali with an I. Bekannt aus Filmen wie Zurück in die Zukunft 2 oder Zurück in die Zukunft 3. Und für mich war das dezent überraschend, weil ich da auch nicht so auf dem Stand bin. Ich glaube, es CSI Vegas spielt sie eine der Hauptrollen oder so. Okay, du bist da auch auf dem Stand, denke ich. Ja, aber da war sie irgendwie mit x Folgen angegeben. Also ich gebe zu, ich habe CSI ab und zu geguckt, aber ich sage an dieser Stelle ganz ehrlich, ich habe nur die Serie geguckt mit was ist denn das? Die Originalserie Miami und dann die noch mit Gary Sinise. Ja, der ist, glaube ich, New York, ne? Ja, ja. Genau. Also wenn es Vegas ist, das wäre sozusagen eigentlich seine Einflugschneise gewesen. William Patterson, ne? Genau, ja. Nee, genau, aber ich glaube auch, dass das Margot irgendwas ist, die ja die Hauptrolle hat. Ja, vielleicht war sie nur die zweite oder dritte irgendwas. Nee, keine Ahnung. Nee, glaube ich nicht. Also ich meine, aber da stand irgendwas von... es gibt ja noch von, diese Online-Ding, vielleicht spielt sie damit. Es gab irgendwas, ich glaube, über 70 Episoden oder so, wenn ich mich da nicht verguckt habe. Aber weiß ich. Aber auf, hauptsächlich eben Zurück in die Zukunft Teil 2 und 3. Und sonst hatte ich glaube, zwei, drei Filme sagten mir noch was, aber
Ich glaube, ich verbinde sie am ehesten schon, wenn ich den Namen höre damit. Aber das ist witzig. Jetzt muss ich mal eine Anekdote reinschieben, weil du jetzt gerade Zurück in die Zukunft sagst. Und zwar bei Zurück in die Zukunft, wie heißt der Schauspieler nochmal, der den Vater von Marty McFly spielt? Ist das Chris irgendwas? Ich komme nicht auf den Namen jetzt aus dem Stand. Den müsste ich mal nachgucken und überspiele das so ganz einfach, indem ich ein bisschen weiterrede. Den hatten wir ja auch bei dem Keanu Reeves Film River's Edge. Und also ich glaube, der heißt Crispin... Crispin Glover, genau. Ja, klar, genau. Hättest du es mal gleich gesagt. Ey, den schwierigen Teil habe ich geschafft. auf jeden Fall, der war sozusagen ursprünglich der Favorit gewesen für die Rolle des Cobra Kai. Aha, also für den Johnny oder was? Ja, und es wurde dabei sozusagen geändert nachher im Laufe des Castings. Genau, denn Johnny wird gespielt von William Zabka und bei dem habe ich dann die Filmografie so durchgerollt und habe so gedacht, ah ja, der scheint so im, ja nicht unbedingt DTV, aber so in den B- und C-Filmen, also hier wie Python 2. Und ich dachte, okay, naja, also jetzt nicht negativ gemeint oder so, aber war dann glaube ich nicht ganz der super große, oder ist nicht, ich weiß nicht, ob er nicht den Durchbruch geschafft hat, aber auch als Schauspieler muss man da erstmal so das halten, aber ich glaube, also er ist auf jeden Fall nicht ganz, ganz oben angekommen, würde ich behaupten, so. Ja, der war der unbeliebteste Kerl der 80er nach diesem Film, doch. Und als letzten habe ich noch Martin Cove als Darsteller, der spielt eben den Dojo-Leiter hier von Johnnys, von den Cobra Kais. Oh, der hat auch ein sehr einprägsames Gesicht gehabt. Ja, so ein dezentes Knautschgesicht. Also den habe ich hier aufgeschrieben, Rambo 2 war er dabei. Und also er hat irgendwie über 200 Credits, glaube ich. Aber ich glaube, der läuft öfter mal in Actionfilmen mit, oder? Also alle möglichen Serien und so. Ich kenne mir sehr, sehr bekannt vor. Und zuletzt, vor nicht allzu langer Zeit, noch in VFW, Veterans of Foreign Wars. Unter anderem mit Stephen Lang hier, der aus Don't Breathe. Kenn ich, hab das auch noch nie gehört. Ist das ein Film? Ja. Da geht es halt um ein paar Veteranen. genau, diese fünf, würde ich sagen. Oder, ja gut, die Mutti hätte man noch mit reinnehmen können, ne? Naja, zu spät. Naja, so wie der Film, die Mutti vergessen hat. Es wird Max die Mutti auch vergessen. Ja, ich habe sie nicht vergessen, habe ich mir überlegt, ja, spielt sie jetzt so eine große Rolle. Aber du kannst ja mal sagen, worum es geht in dem Film. Für alle fünf, das ist immer dieses, habe ich neulich auch gerade wieder einen Podcast gehört, zu Stirb langsam. Und dann war natürlich einer der Standardsätze, ja, den Film hat wahrscheinlich sowieso schon jeder gesehen. Und denke ich dann auch manchmal, es ist wahrscheinlich nicht falsch, der ist schon sehr populär, aber ich weiß gar nicht, ob den dann immer alle gesehen haben oder ob viele einfach nur wissen, ja, den Film gibt es oder den haben sie vielleicht mal als Kind oder als Heranwachsender gesehen, aber auch schon eben Jahre her oder sowas. Und ob der sozusagen in den nachfolgenden Generationen jetzt sozusagen, jetzt weiß ich, jetzt eben so um die 18, 20 ist oder so, ob die den wirklich alle noch gesehen haben, ebenso wie dann auch bei Karate Kid oder ob die dann schon nur die Neuverfilmung kennen. Ja, wie es immer so ist, wenn 99 Leute es gesehen haben, ne, der 100. hört und ärgert sich, dass er einen Spoiler hat. Ne? Ist halt so. Also ich sag's natürlich mit Spoiler. Es geht im Prinzip geht es darum, um Daniel LaRusso. Daniel LaRusso, der mit seiner Mutter von der Ostküste in die Westküste zieht, dort auch recht schon Anschluss findet, daraufhin sozusagen auch, ich sag jetzt mal Liebe auf den ersten Blick, mit einer Dame aus gutem Hause hat und ihr Ex-Freund macht ihm das Leben schwer und der ist selber im Karateverein und die Jungs, er wird dann halt sozusagen gemobbt und immer wieder attackiert von den kampfaffinen Jungs und er möchte dann sozusagen Freunde und dadurch wird er halt isoliert und um sozusagen Frieden zu finden, hilft ihm dann sozusagen der Hausmeister oder Hausverwalter, Mr. Miyagi, sozusagen dabei, seine Kampffähigkeit auszubauen in Karate und um das alles sozusagen bei dem offiziellen Kampfturnier im Dezember zu klären. War das jetzt zu unglücklich formuliert alles? Nö, hätte auch gesagt, ne, er zieht also der Umzug, lernt das Mädel kennen. Es gibt den aggressiven Ex-Freund und weil er eben kämpferisch und dergleichen ist, geht er mit Mr. Miyagi den Deal ein, dass er ihn unterrichtet und gleichzeitig eben ein Waffenstillstand sozusagen mit den bösen Buben vereinbart wird, dass die ihn nicht zusammenschlagen und zusammentreten weiterhin. Ja, und dann sehen wir sozusagen den Weg bis zum Turnier.
Wie fandst du denn den Film? Fand ich gut. Also ich fand ihn genau, also mir hat er richtig Spaß gemacht. Ich hätte auch gerne dann gleich noch den zweiten, dritten hinterher gucken können tatsächlich. Ich will den zweiten, dritten, also habe ich nicht das Bedürfnis verspürt. Ich fand, es war so erstmal an sich ziemlich abgeschlossen. Ja gut, man hätte noch so ein bisschen, vielleicht ein, zwei Monate weiter erzählen können, ob und wie die sich so verstehen weiterhin oder alles. Aber mir hat er auch unterhalten. War bei manche Sachen überrascht, im Positiven wegen Negativen. Aber hat sich auf jeden Fall, also genau, hat auch Tempo und sowas alles, hat alles gepasst für mich. Aber vielleicht sind wir jetzt auch schon wieder die alte Generation. Wieso, du bist der einzige Nörgler. Also, ich muss. Das für uns das Tempo noch, dass wir damit vielleicht noch so ein bisschen groß geworden sind und das heute vielleicht schon gar nicht mehr so geht. Wieso ist das Tempo heute? Jetzt muss ich mal wirklich, das meine ich, ist eine ernst gemeinte Frage. Sind das Tempo heutzutage schneller oder langsamer? Na eher, dass es höher ist oder anders. Also ein zentraler Punkt, der mir hier aufgefallen ist bei dem Film, war, dass häufig Dialoge in einer Einstellung durchgehalten werden. Also das, ich behaupte so, die Schnittanzahl, die Schnittfrequenz ist eher niedrig insgesamt. Also das ist mir zum ersten Mal, glaube ich, so bewusst bemerkt, hatte ich das bei dem einen Gespräch zwischen Mr. Miyagi und Daniel dann. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob bei dem Bonsai-Ding, ich glaube noch nicht, aber ist er ihm dann im Spätestens, wenn er sagt, hier, ich unterrichte dich sozusagen, wenn er ihn gerettet hat, dass da wirklich das einfach durchhalten. Dass da kein Schuss gegen Schuss ist so hier, der eine sagt was, Großaufnahme des Gesichts, der andere sagt was, Großaufnahme vom Gesicht und so weiter, sondern es ist alles in einer Einstellung, beide drin und auch mit ein bisschen umhergehen und so, aber dass der sich da nicht dazwischen funkt oder so. Ich muss ehrlich sagen, ich mag sowas. Ich finde das gerade gut, als wenn so schnelle Schnittfrequenzen kommen. Ja, also mag ja dann immer je nach Film sein, dass es vielleicht thematisch dann irgendwo besser passt oder so. Na gut, du redest mit einer Melodramatante, ne? Bei mir wird Sachen, ich gucke, sind meistens alle sehr ruhig. Ja, aber das heißt ja, also ist so diese Mischung aus ruhig im Sinne von eben keine Schnitte, aber das ist ja auch eine bewusste Entscheidung, weil das ist ja eigentlich ein relativer Standard, den es ja doch in Melodramen gibt, so mit dem Schuss gegen Schuss. Aber dass das hier eben verhältnismäßig selten oder dass er öfter mal an ihm anders aufgelöst ist, so diese Szenen, würde ich auch gerade so, wenn er da eben, wenn wir sozusagen zum ersten Mal mit in dem Cobra Kai Dojo sind, ne, da ist auch viel so hier, der Leiter brüllt immer die Anweisungen und die Kamera fährt rum und hoch und von dort. Das ist schon öfter mal so der Fall, finde ich, dass die Dialoge nicht in Anführungszeichen standardmäßig eingefangen werden. Also es kommt durchaus auch vor und so, aber so vielleicht auch ein bisschen klassischeres Hollywood noch im Sinne von, dass du eben so zwei, drei Leute eben im Bild hast, die dann eben den Dialog durchgehen sozusagen. Also wenn sie zum Beispiel am Strand sind und er ihr dann Fußball beibringt, so ganz dezent oder eben so ein bisschen rumprollt. Also was ich noch sagen wollte, hast du mit der Schnittsache so ausgeholt. Ich wollte eigentlich noch mal was Abschließendes sagen, wie ich den Film fand. Deswegen muss ich jetzt mal kurz zurückhüpfen, das tut mir jetzt leid, aber ich wollte noch sagen, es gibt ja manchmal Filme, die eine unglaubliche Stimmung so bringen. Ne? Also ich nenne es ja immer liebevoll, wenn sie bei mir eine Phase auslösen. Ne? Wenn die mich so überzeugen, dass ich das Gefühl habe, ich möchte von diesem Thema, aber von dieser Stimmung oder dieser Inszenierung deutlich mehr sehen. Mhm. Das habe ich ja relativ häufig. Ich habe ja immer meine Phasen, wo ich dann immer gewisse Themenkomplexe so durchknalle, sage ich jetzt mal. Und der Film hat bei mir das ausgelöst. Deswegen habe ich dann gleich für mich gedacht, okay, zwei, drei, okay, jetzt weiß, hast du mir gerade erzählt, es gibt noch vier, okay, machen wir das auch noch, paar Cobra Kai. Und dann haben wir so mein Karate-Kit, ja. Und dann kann ich sagen, ja, ich verbinde mit Ralph Macchio tatsächlich nur Karate-Kit und hau mit jemandem sagen, das ist Karate-Kit. Ich habe von Ralph Macchio tatsächlich nur Karate-Kit und Outsiders, glaube ich, gesehen, nichts anderes. Ja, wie gesagt, in so was größere Rollen angeht, würde ich auch sagen, das waren die beiden. Wir haben jetzt nochmal geguckt hier bei How I Met Your Mother war ja mit dabei gewesen. Ne? Und ja, eine Promi zwar, ich habe gerade die Folge geguckt. Hey. Und auch eben wieder mit William Zabka war auch dabei, hat auch nochmal mitgemacht. Ich würde noch so quasi das Technische in Anführungszeichen abschließen, was mich nämlich auch, was den Film für mich sehr aufgewertet hat, war so die Beleuchtung, die Ausleuchtung. Es gibt dann eben später im Film so einen Teil, da ist dann Daniel, sagt sich so, jetzt trainiere ich auch selbst und ohne, dass Mr. Miyagi mir diese Aufgaben gibt und so, und dann ist das so in
sonnenuntergangsorange getaucht. Da sind wir dann auf dem Boot, selber seine Balance sucht, wie er am Strand auf der Buhne steht und den Kranich versucht. Also das sieht wirklich, finde ich, wunderschön aus. Und es zieht sich auch durch den Film. Also auch die Innenraumszenen sind häufig sehr schön ausgeleuchtet. Also gerade wenn er Mr. Miyagi und Daniel irgendwie Gespräche führen. Das hat mir auch sehr, sehr zugesagt, muss ich gestehen. Ja, fand ich auch. Es hat mich auch eine Frage erinnert, die total banal ist wahrscheinlich wirkt, aber jetzt habe ich endlich mal die Möglichkeit, sie zu stellen. Findest du persönlich Sonnenaufgänge oder Sonnenuntergänge schöner? Das hängt natürlich davon ab, wie sie eingesetzt werden. Ich habe gerade jetzt letzte Nacht noch Collateral geguckt und der spielt ja hauptsächlich bei Nacht. Und da habe ich so gemerkt, und so gegen Ende raus wird dann, kommt so die, ist glaube ich die blaue Stunde, ist bei Sonnenaufgang, ne? Also dieses, wenn die Sonne noch nicht so richtig aufgegangen ist, aber das Licht schon so strahlt. Und da habe ich auch so gemerkt, ja, kann es mir glaube ich beides geben. Ich fahre auf beides ab am Endeffekt. So. Also ich finde immer Sonnenuntergänge schöner. Also sowohl in der Realität als auch tatsächlich in Filmen, in der Inszenierung her, weil das Licht einfach so schön, also dann immer so eine extreme Farbenvielfalt entwickelt. Richtig kräftig. Also ich mag ja sowieso gerne kräftige Farben. Und dass das im Film kommt, ist natürlich auch nochmal richtig stark nochmal rüber, wenn das so ist. Ich finde morgens, wenn die Sonnenaufgänge haben, ist man diese Pastellfarben, also wenn du das mal so sagen kannst, also so diese dezenteren, es ist ja trotzdem hell. Kannst du sagen, so ein Sonnenuntergang ist dann meistens ein bisschen wärmer. Und natürlich wird es dann auch beim Sonnenaufgang wird's ja auch eine Tendenz warm, aber es ist ja vielleicht so aus der kühlen Nacht heraus oder selbst eine laue Sommernacht, auch wenn es aufgeht, ist es eben noch ein bisschen kühler und es wird dann eben erst so warm. Würde ich jetzt so mich zurecht wurschteln. Es gibt immer abends, also es gibt immer so ein Fenster, bevor die Sonne so untergeht, wenn du sozusagen draußen unterwegs bist, wo diese warme Strahlung, wo dann sozusagen so diese warme Farbe kommt, dass wir haben, dass alle mal diese wunderschöne Gesichtsfarben haben. Ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt erklären soll, aber das ist im Film auch so und das ist auch in der Realität so und das ist für mich immer so die schönste Zeit des Tages. Naja, ja, du weißt ja, bei mir ist es so, ich mag ja sozusagen Städte bei Nacht, also wenn dann die Lichter glitzern und so. Wobei es natürlich letztlich hängt es auch immer davon ab, ob eben kompetente Leute an den Kameras sind, die das ordentlich einfangen. Das kann der schönste Sonnenuntergang sein, wenn der halt doof eingefangen ist, dann bringt das eben nichts. Also bei Karate Kid wurde es sehr gut eingefangen, also mir hat das sehr gut gefallen, diese Strandszenen. Das stimmt auf jeden Fall. Sonst hatten wir ja immer diesen Wechsel gehabt, da war es immer Tagszenen und dann ist er unterwegs, dann ist es schon Nacht, wenn er ankommt oder umgekehrt und das war ja dann tatsächlich so eine der herausragenden Szenen, wo man diesen Übergang miterlebt hat während der Inszenierung. Ja. Was auch schön aussah, finde ich, war die Halloween-Party. Ja, die waren genial. Also es ist manchmal so, denke ich, ja, es ist irgendwie schon Klischee, aber ich muss auch sagen, wenn es auch nur ansatzweise so ist an den Schulen, so ein bisschen geil finde ich es ja schon. Also man muss jetzt nicht unbedingt Halloween mögen oder so, aber wenn dann irgendwie so, ne, die alle verkleiden sich und ja, ob man nur als Dusche kommt oder als Huhn, das anderen die Eier auf den Kopf. Was auch irgendwie, es ist so, finde ich, ein Stückchen drüber. Also dieses mit dem Duschen, dass so ein Daniel da irgendwie hinkommen würde als Dusche, um nicht gesehen zu werden, das kann ich mir nur irgendwie vorstellen. Und das Huhn, glaube ich, ist so wirklich hart an der Grenze, weil klar, du kannst irgendwie so ein bisschen Schabernack treiben, aber Leuten da, die aber sich aufgestylt haben oder eben total viel Mühe geben an den Kostüm, da knallst du dir dann ein Ei ins Gesicht. Also das finde ich schon richtig hart, selbst wenn man es irgendwie als mit Humor nimmt, noch einigermaßen. Aber genau, ist so ganz leicht drüber, wo ich dann sagen würde, ja, deswegen ist es nur Film, aber ich kann mir schon vorstellen, oder ich bilde mir ein, ja, das machen die bestimmt schon in den Schulen da irgendwie so. Ja, weiß ich nicht, ob die es da machen. In unseren Schulen haben wir es nicht gemacht, aber wir hatten auch keine Halloween-Partys, ne? Also Fasching war auch mit der vierten Klasse beendet. Ja, stimmt, so ein bisschen Fasching haben wir auch mal. Ja, aber es ist so ein Wiederkehrendes. Na gut, den Schulball, den Prom, den gibt es immer, ne? In den US-Filmen vor allem. Und die anderen Termine so gemischt. Ja, ganz ehrlich, also ich weiß jetzt nicht, wie die Realität aussieht, aber wenn ich denn, was ich aus Film mitgenommen habe, glauben kann, dann feiern die ja jedes Jahr ständig Partys. Also dann haben die mal alle halben Jahre da irgendwie was und irgendwie im Semester dann am Ende. Ich meine, es bietet sich wahrscheinlich auch immer sehr gut an für Filme, ne? Das ist eben so ein, das kannst du sagen, hier ist so ein, wir steuern auf einen bestimmten Moment zu im Film und der ist dann nochmal so ein bisschen, oder soll hervorgehoben werden und führt dann eben. Als Zuspitzung der Geschichte ist das eben einmal so ein Höhepunkt und natürlich dann auch für die Figuren, die da, um die es dann geht und so. Ja, ich finde allgemein, darüber können wir ja auch mal reden. Also ich finde zum Beispiel, dass die 80er-Jahre-Filme, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich damit aufgewachsen bin oder
Ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich finde, dass diese 80er-Jahre-Filme haben immer diese richtig schönen Atmosphären. Also so wie diese, also so in dieser Filme, die am besten bauen immer diese Vorstadt-Sachen gut auf oder jetzt auch in der Großstadt sozusagen. Er lebt jetzt an der Westküste, in der, ich weiß nicht, welche Stadt ist denn das? Ist trotzdem eine relativ Kleinstadt im Verhältnis jetzt zu LA. Ja, also man könnte jetzt, so, ne? Ich wollte sagen, man könnte jetzt nachgucken, Reseda, welcher Stadtteil, also das ist ein Vorort eher ist, so, ne? Und ich finde, das hat immer so eine gewisse eigene Stimmung tatsächlich, wenn die mit ihren Autos oder mit den Fahrrädern unterwegs sind. Das finde ich grundsätzlich in 80er-Jahren-Filmen auch total toll. Das ist mich das immer, wenn ich sowas sehe, immer sofort in diese Filme reinholt. Das löst bei mir auch mal eine gewisse Stimmung aus. Also zum Beispiel, wir hatten ja letztens einen Film geguckt, ich habe den Titel vergessen, der auf 80er gemacht war, aber nicht Summer, 80er. Summer of 84. Genau. Und die haben das zum Beispiel genau das verwendet und in diesen Film reingepackt. Und ich fand, das hat trotzdem gut gewirkt. Und viele Filme in der heutigen Zeit, die haben das irgendwie komischerweise nicht mehr. Oder die spielen halt, oder die setzen halt nicht mehr in der Vorstadt an, dass ich nicht, oder dass ich diese Filme nicht mehr so sehe. Es hat diese Wirkung nicht mehr auf mich. Ich weiß nicht, was der Unterschied ist. Aber ich finde, damals wurde das halt wie ein Klischee halt immer wieder gezeigt. Mhm. Und ich fand das einfach cool. Vielleicht auch, weil ganz viele Filme, die ich halt extrem schätze und die bei mir halt auch wirklich im Herzen hoch verankert sind, halt sowas immer haben. Sowas wie Gremlins zum Beispiel oder Goonies. Mhm. Um jetzt mal kleine Beispiele aus der Zeit auch zu nennen. Ne, damit ihr wisst, was ich meine. Ja, na, genau. Und du hast ja sozusagen in den 80ern und eben häufig genau dieses Vorstadt eben, alle ziehen raus in dieser Zeit und hast dann meistens so einen heranwachsenden männlichen Protagonisten. Ne, oder auch Poltergeist ist ja auch so ein Beispiel dafür, zumindest für, dass es in so einer Gegend spielt. Da hast du nicht unbedingt diesen jugendlichen Charakter im Zentrum, sondern mehr diese Familie. So. Ne, aber das ist dann vielleicht dieser Schritt, dass du erst diese Vorstadt, Coming-of-Age-Abenteuerfilme hattest, dann kam noch so ein bisschen ein fantastischer Aspekt dazu und dann kam natürlich auch dieses Aufbrechen, dieses, das ist zwar eine scheinbare Idylle, also dass einen das vielleicht abholt, das wirkt so idyllisch, grün, ruhig, du hast nicht diesen Stadtlärm und man erlebt eben so ein bisschen was. Jeder kennt jeden, so, ne? Genau, so ein bisschen gemeinschaftlich, man scheint sich untereinander zu, gut, hier vielleicht auch schon auf jeden Fall wollte ich darauf hinaus und dann kommen eben sowas wie, weiß ich nicht, Blue Velvet, das ist vielleicht schon jetzt ein ganz harter Vertreter, der eben sagt, so, wir gucken jetzt mal hinter die Fassade dieser schönen Vorstädte und millimetergenau geschnittenen Gärten oder letztlich auch sowas wie Truman Show oder so, ne? Die eben sagen, hier, das ist eigentlich alles aufgesetzt und dahinter lauern auch ganz schöne Abgründe. Ne? Summer of 84 ist ja ähnlich, da ist auch ein ziemlicher Abgrund. Und dass das dann in gewisser Weise vielleicht auch auserzählt ist, so, oder jetzt dann eben eine nächste Generation dann wieder darauf schaut, ja. Also ich finde auf jeden Fall, vielleicht liegt es auch wirklich, weil ich als ich aufgewachsen bin, solche Filme immer konsumiert habe, aber ich finde das unglaublich schön. Das ist für mich immer so ein Gefühl, wenn ich das sehe, ich bin ja so ein Mensch, wenn ich einen Film gucke, dann bin ich ja immer komplett drin, wenn er mich abholt. Und ich bin dann halt immer sofort drin und das ist bei mir so ein Trigger, der komplett umschlägt. Und das hat genau Karate Kid auch wieder erfüllt. Das spielt ja zwar nicht in so einem Vorort-Idyllchen, wo er sein Häuschen hat, so eine Art hat, aber es funktioniert trotzdem für mich auf den gleichen Ebenen. Und das finde ich, es hat mich komplett, ist gleich wie diese Wärme, die mich dann eingefangen hat beim Sichten, wo ich das Gefühl hatte, oh ja, das zieht mich in seinen Bann so. Das gefällt mir. Ja, ich überlege, vielleicht ist auch die Darstellung dieses, oder die, ja doch, die Zeichnung dieser Lebenswelten der Jugendlichen, dass man eigentlich selten die eigentlichen, den Schulalltag, den sieht man ja in der Form nicht. Man kriegt dann immer sozusagen die, logischerweise, die besonderen Momente, in diesem Fall ist es eben häufig, dass man zusammengeschlagen wird oder eben das Mädel kennenlernt, aber du siehst jetzt nicht, wie die im Unterricht die ganze Zeit sitzen und lernen müssen oder sowas, oder wenn man mal dann so eine Schulszene hat, dann ist das ja meistens um irgendwie, die Figur lernt etwas so ungefähr oder das wird dann später nochmal wichtig oder eine Reflexion hat und das natürlich, dass Lebenswelten sind, mit denen viele, selbst wenn sie jetzt nicht in so einer Vorstadt gelebt haben oder so, natürlich irgendwie eine Verbindung aufbauen können, weil jeder mindestens mal in dem Alter war. Wenn du jetzt einen Film über alte Menschen machst, dann ist es eher so, dass nicht alle Menschen diese Lebenswelt kennen, ne, oder selbst erlebt haben, so rum, kennen natürlich vielleicht schon durch Angehörige, und sich dann das nochmal so angucken wollen, dass da dann die Abenteuer vielleicht andere sind oder die Erlebnisse. Und dass das eben so ist, so dieses Grenzen austesten, die Freiheit, wo bis wohin kann ich gehen, wo werde ich zurückgeschlagen? Vielleicht auch in der Hinsicht so ein bisschen, was damit reinspielt. Für mich spielt, glaube ich, auf jeden Fall auch mit rein, dass es eben noch Filme sind, also eben, ne, auf 35 mm gedreht, die nochmal anders aussehen. Das habe ich bei Collateral gestern auch gedacht.
Der ist ja teils auch digital gedreht oder überwiegend sogar, was ja gleich wieder ein ganz anderes Bild ausmacht. Jetzt weder positiv noch negativ, sondern einfach eben so als Fakt. Und das natürlich in den 80ern dann eben gerade diese größeren Hollywood-Produktionen da schon so vielleicht nicht alle gleich aussehen, aber eben Ähnlichkeiten aufweisen und so einen bestimmten Stil sich da zeigt. Es ist wie Ferris macht Blau oder, also wenn du jetzt direkt in die Schule direkt gehst, ne, ja. Diese Darstellung so, oder hier diese ganze, wie heißt denn der, mit dem ich die ganzen Filme so gerne mag, Pretty in Pink und John Hughes. Ja, John Hughes. Also alles, was John Hughes gemacht hat, ist für mich Gold. Also der hat für mich nie einen Fehler gehabt. Also solche Sachen, das mache ich total unglaublich gerne. Also ich habe zum Beispiel auch bei Karate Kid das Gefühl gehabt, ich möchte jetzt wieder ein paar 80er-Filme nochmal erneut sichten oder nochmal sozusagen dieses Gefühl wahrnehmen, weil mir das Gefühl gut gefallen hat beim Sichten auch selber. Ja. Und ich finde es auch witzig, dass die halt mit diesen Klischees spielen. Ich weiß ja auch gar nicht, wie viel davon jetzt wirklich war es oder nicht, aber da wird schon was dran sein. Immer dieses Jahr von der Westküste sind sie alle dunkelhaarig und jetzt sind sie alle blond, wenn er an die West, nee, an der Ostküste sind sie alle dunkelhaarig und blass und weil es an die Westküste sind sie alle braun gebrannt und blond. Ja. Und in diesem Film sind ja alle Bösewichte blond. Das ist ja mal eine ganz untypische Darstellung tatsächlich. Also dann halt diese Schönlinge, die Reichen. Ja, ich überlege gerade, ne, was haben wir, also mir fällt jetzt gerade nicht so, kommt gerade nicht auf so ein supergeilen Beispiel. Ich denke gerade an Arnold Schwarzenegger. Ich denke an Universal Soldier, weil da Dolph Lundgren den Bösen spielt und das ist eben auch ein Blonder, das sind jetzt keine Kinder oder Jugendlichen mehr, schon erwachsene Männer. Aber ich überlege gerade, ne? Was sind so heute die Vorzeige-Hollywood-Stars? Sind es die Chris Hemsworth, Chris Pine, Chris Evans? Was haben die so für Haare? Braun? Ich weiß nicht, ich muss ehrlich sagen, also die neue Generation an Hollywood-Stars sind für mich keine Stars mehr. Also das sind, also warte mal, dass es nicht falsch verstanden wird. Mhm. Also ich finde, gerade so in den 90ern auch, hatten wir, das ist ja so meine Hauptprägephase gewesen, ist ja das Blockbuster-Kino, wo ein Star wirklich alles tragen konnte. Das haben wir ja nicht mehr heutzutage in der Art. Und deswegen finde ich es immer schwierig, heute von Stars zu sprechen, weil viele Leute, die halt total sozusagen jetzt berühmt sind und in Hollywood jetzt auch aktiv sind, aus der heutigen Zeit auch von der jüngeren Generation, die haben für mich keinen besonderen Glanz oder die holen mich nicht ab. Ja. Also ich sag jetzt mal, ich bin ja nun, wenn ich jetzt sagen soll, wen ich toll finde, also von der jüngeren Generation ist mein jüngstes Beispiel Leonardo DiCaprio, ne? Und der ist 12 Jahre älter als ich. Okay, ich hätte jetzt eventuell noch mit sowas wie Emma Roberts oder so gerechnet. Ja, Emma Roberts mag ich auch gerne. Ja, Emma Roberts mag ich gerne, ja. Und, na, ich überlege zum Beispiel, ich habe zum Beispiel gesagt, ja, meine Lieblinge sind vielleicht eben Robert Pattinson, Kristen Stewart, aber die sind ja auch nicht mehr, also die sind ja. So geil, dass du Robert Pattinson so gerne magst. Aber die sind ja, glaube ich, auch. Ich habe jetzt das Robert Pattinson nicht ist, genau, so alt Kopf, wie ich. Aber ja, das ist auch Mitte der 80er, glaube ich, geboren. Ich glaube, der ist wirklich so alt wie ich. So, und genau, dann weiß ich nicht, genau, Emma Roberts. Und ja, wenn es dann noch jünger wird, weiß ich auch nicht mehr. Kann natürlich auch aber einfach sein, wir sind ja jetzt eben auch nicht mehr in dem Alter, ne? Wir gucken aus einer anderen Perspektive dann schon wieder drauf. Ist spannend, aber ich glaube, ne, wenn ich überlege hier bei Marvel, Robert Downey Jr., der ist ja auch schon. Der ist, glaube ich, 60 Leonardo geworden. DiCaprios. Was? Also da ist DiCaprio ja noch jünger, ne? Sag mal, ich würde darüber den Robert Downey Jr. ist halt wie meine Mutter. Ja, deine Mutter ist 12 Jahre älter, was? Naja, nee, aber so. Aber auf jeden Fall ja, ist also eben... Ja, also da sind Welten zwischen, das stimmt die, schon. Die 90er sind, also da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen, ich glaube, die 90er waren so eben das letzte große Aufbäumen des Knalleinnahmen auf das Plakat und die Leute kommen eben dafür. Ne, die letzten Ausläufer sind eben sowas vielleicht wie Tom Cruise noch, der das einigermaßen versucht durchzuziehen. Aber sonst, ich weiß nicht, ob Dwayne Johnson vielleicht so in die Region noch geht, aber es sind auch... Ne, ich habe ihn noch als Wrestler gesehen, bevor er in die Schauspieler reingegangen ist. Bevor er als CGI-Skorpionskönig. Und da, also ich muss jetzt mal loswerden, weil mir es so auf der Seele brennt, auch wenn es jetzt komplett out of topic ist, ne? Aber die Frage Tom Hanks oder Tom Cruise, ne? Natürlich ist es Tom Hanks egal, in welcher Ära. Ich wollte jetzt auch mal meinen Temp dazugegeben haben. Also ich verstehe nicht, warum jeder Tom Cruise wählt. Die Frage stellt sich bei mir nicht mal. Ich überlege gerade, ob so die Kinder-Jugenddarsteller in den 80ern vielleicht auch, ja, ist auch zu weit gegriffen, aber dass das vielleicht noch mit einer der letzten Generationen war, wo nicht nur die ganz in Anführung, also jetzt in großen Anführungszeichen, ich will es nicht zu sehr verallgemeinern, dass da so die glattgebügelten und nach Adonis-Körper
gemachten Typen sind. So, also Ralph Macchio ist für mich zum Beispiel, der ist relativ schlaksig, ne? Und wie gesagt, der sieht, also der... Ja, aber das der, ist ein Typ, ne? Der soll ja im Film Jugendlichen spielen, der ist eigentlich irgendwie Mitte 20 und normalerweise sehen die so eine Jugendlichen spielen, auch wirklich schon immer aus wie irgendwas in den 20ern. Aber bei ihm würde ich sagen, bei ihm würde ich abnehmen, dass er so in dem Alter sein soll. Aber wenn ich zum Beispiel, das wäre mir auch kein super gutes Beispiel, ein Zac Efron, der ist ja mittlerweile auch ganz schön durchtrainiert da. Aber das war, glaube ich, auch nicht ganz am Anfang seiner Karriere. Aber also weißt du so ganz grob, was ich meine? Dass die nee, nicht, du kannst es mal ausführen, du sagst mal nur, vielleicht du auch, überlegst. Vielleicht auch bei Goonies oder so, wo dann Sean Astin noch mitspielt. Also dass das nicht die, ja, dass das so wie normale Menschen jetzt in Anführungszeichen noch aussieht, die Leute. Also ich verstehe, was du meinst. Ich stimme dir im Grunde zu. Das Einzige, wo ich nicht hinschauen kann, ist mein persönlicher Geschmack, weil ich fand die Leute deutlich größer, gut aussehender als die heutzutage. Also ich finde, es gibt viele Leute, die heutzutage unter den Hübschen handeln, wenn ich nicht andersweise attraktiv finde. Ich hab teilweise manchmal das Gefühl, also es ging los, das erste Mal, wo ich das wirklich diesen extremen Verdacht hatte, war Vampire Diaries. Aber das passt ja jetzt nur gar nicht rein. Aber ich will nur sagen, ich habe manchmal bei Hollywood immer das Gefühl, dass gewisse Leute, die vielleicht wirklich auch vom Gesicht her eine Marke sind, mir immer als hübsch verkauft werden sollen, ich überhaupt nicht attraktiv finde. Und ich habe keine Lust, 20 Filme zu gucken, bis ich dann irgendwann denke, stimmt. So, und damals war es so, wo ich immer denke, oh, der sieht gut aus, der sieht gut aus. Okay, vielleicht als gut, damals war ich vielleicht noch ein Teenie und da mochte man alles attraktiv oder so, aber das ist, also, entspricht nicht mehr meinem Typ und ich weiß nicht, ob das mit dem Alter zu tun hat, weil in Asien habe ich das Problem ja auch nicht. Also das ist für mich eher wirklich eine Casting-Sache. Ja, oder dann versuche ich so nach einem gewissen Schönheitsideal oder Standard vielleicht so. Ja, ich meine eine gewisse Ausstrahlung einfach. Ja. Und ich finde damals halt, ich finde Bruce Willis hat eine Ausstrahlung, Harrison Ford hat eine Ausstrahlung, die müssen nicht viel sagen. Ja. Robert De Niro hat eine Ausstrahlung, weißt du, der muss dich nur angucken, du spürst das. Ne? Aber heutzutage, ich will jetzt nicht hier die Hemsworths beischen, weil ich habe von denen irgendwie, glaube ich, auch nichts gesehen. Deswegen ist das jetzt ein doofes Beispiel. Aber dadurch, dass ich jetzt keine Klatschscheißschriften lese, weiß ich jetzt auch gar nicht, wer ist denn jetzt hier so ein Haupt on top. Wen haben wir denn da? Sag mir mal, komm, Max, du bist ja noch eher drin als ich. Sag mir mal irgendwas Mitte 20, was in Hollywood irgendwie bekannt ist. Schon nicht. mir fällt jetzt hier auch nur Evan Peters ein, aber Evan Peters ist ja auch, das ist ein Topstar? Nee, glaub nicht, ne? Also, das ist nur einer, den ich mag. Also, aber, ja, weiß ich nicht. Mitte 20, also ich weiß auch sowieso, glaube ich, ja, also, nicht, wie alt gut, sie sind. Also dann nehme ich doch jetzt einen Hemsworth, aber das ist eigentlich unfair, weil ich ihn eigentlich nicht in diesem Maßstab überhaupt berichten kann, weil ich mit ihm nichts gesehen habe. Aber nehme ich mal den jüngeren Hemsworth, ne, der mit Miley Cyrus geheiratet hat. Welcher ist es nun? Chris oder Liam? Ich glaube Liam, aber ich würde jetzt auch nicht. Chris ist Thor, ne? Ja. Ja, also nehme ich Liam, den habe ich glaube ich schon mal in irgendeinem Film gesehen, ich weiß aber nicht in welchem. Was auch schon einiges aussagt. Also, und wo wollte ich jetzt eigentlich hin? Mit dem Aussehen? Ja, auf jeden Fall, der mag jetzt gut aussehen, das ist ja immer eine Typfrage, was man selber attraktiv findet oder nicht. Aber ich finde, der hat für mich kein Bruce Willis, der mich anguckt, dass ich das Gefühl habe, oh. So, da kann, wenn ich zum Beispiel bei Robert De Niro, als ich klein war, habe ich auch die ganzen ganz alten Low-Budget-Filme mit Robert De Niro verschlungen als Kind, wo er noch kein Topstar war und noch nicht in den sozusagen mit Scorsese irgendwie zusammengekommen ist, bevor er mich komplett in seinen Bann genommen hat. Sondern ich meine wirklich die ganz alten Sachen. So, und ich fand, da hatte er trotzdem schon so ein Charisma für mich gehabt. Also Harrison Ford hat für mich immer ein Charisma gehabt. Also, und wenn er nur durchs Bild gelaufen ist. Ja. Das ist so... Weiß ich nicht, aber vielleicht ist es wirklich nur, weil es ist vielleicht auch, da spielt auch ganz viel Nostalgie mit rein. Ich weiß es nicht, wir empfehlen uns auch gerade extrem vom Film. Also, ja, wobei Nostalgie ja durchaus was sein kann. Ne? Das ist so, dass die Zeit, in der wir, obwohl ich schon auch nicht, dass wir in der Zeit aufgewachsen sind, aber damit groß geworden sind in gewissem Maße vielleicht. Ich überlege auch gerade, ich habe ja auch immer ich war ja schon immer eine Serienmieze, aber ich habe auch, als ich klein war, auch immer viele Filme so geguckt. Das war ja immer so mein Hobby und ich fand, die haben mich auch mal so eine Magie abgeholt und so eine Magiewelt. Und damals wurden ja auch mehr Genres produziert, die ich ja bis heute auch toll finde. Ne? Also, wo ich halt schade traurig bin, dass halt nicht so häufig was kommt. Das ist dann sowas wie die Goonies oder die ganzen Olsen-Halloween-Filme oder so. Also, ich meine, das ist jetzt nur aus der Kinderperspektive, aber die mich halt in eine Traumwelt so abgeholt haben, was ich finde, was neuerdings halt in dieser Form nicht mehr so passiert. Also, ich weiß zum Beispiel über die Edelstein-Trilogie total dankbar, diese deutsche Fantasy-Reihe, die fand ich extrem toll mal. Um mich nochmal so ein bisschen in die Jugendidee nur rein zu verführen, das fand ich schön umgesetzt. Ne? Also, aber ich glaube so,
Das Einzige, was mir jetzt einfallen würde, was letzten Jahr in dieser Form im Kino gelaufen wäre, war Gänsehaut? Du kannst mich jetzt, ja, gerne korrigieren. Wir hatten ja noch das Haus der geheimnisvollen Uhren, wo ich aber auch dachte, ja, so im Grundton überwiegend schon, aber der war dann teilweise auch extrem düster, fand ich. Also gerade für Kinder zumindest, aber für Jugendliche wäre es wahrscheinlich ein bisschen anders. Aber sowas in die Richtung. Aber ja, Gänsehaut ist ein Fall. Ja, den fand ich auch gut, ja. Also diese Familienart Familienfilme finde ich total toll. Und das ist zum Beispiel auch ein prägendes Genre für mich aus den 80ern. Oder auch in die 90er auch noch rein. Die haben es auch noch Kevin gerockt. Allein zu Hause noch. Ja. So. Den so. Ja. Ich meine, heutzutage haben ja wahrscheinlich die Jugendlichen denn sowas wie Marvel und DC-Produktionen, vielleicht so, um sich reinzuträumen oder so. Ich meine, gab es ja auch schon in den 80ern, 90ern, so ist ja nicht. Ne? Das heißt nur halt, dass es jetzt in Anführungszeichen so groß ausgebaut ist, dieses gerade das Marvel-Geschichten-Dinger. Aber es gab ja auch Batman-Filme 88, ne? Was glaube ich, Michael Keaton und so. Das ist ja wirklich nicht komplett neu oder sowas. Oh, und Tobey Maguire Spider-Man. Ja, die fand das auch vielleicht zu gute Spider-Man, meiner Ansicht nach, gewesen. Ja. Und dahin holt uns auch Karate Kid. Ich versuche gerade irgendwie den Bogen zu finden. Ja, ist auch richtig, wenn wir wieder zurückhüpfen hier. Das ist ja jetzt. Jetzt haben wir so lange über diese Stimmung, die Grundstimmung des Films philosophiert, dass wir so abgewichen sind. Ja, was vielleicht ein interessanter Punkt ist oder sein könnte, ist so das Thema Eltern. Also wir haben bei Daniel LaRusso, der möglicherweise zum wiederholten Male umzieht, weil die Mutter nach einem neuen Job sucht. Der Vater ist nicht da, der ist absent. Was ja auch häufig sowas ist, ne? Das kennt man ja auch aus den Disney-Filmen schon. Die Eltern sind tot, verschwunden, weg. Das Kind ist auf sich allein gestellt und kann deswegen eben, oder auch allgemein in Helden- und Abenteuergeschichten häufig so, dass die Menschen da auf sich allein gestellt sind und flügge werden. Und Daniel ist eben, also wohnt mit seiner Mutter zusammen, hat dann Mr. Miyagi als, in Anführungszeichen, Fragezeichen, Ersatzvater. Ich weiß nicht, ob das Ersatzvater ist oder wirklich Freund. Also ich würde sagen, mindestens eine Mischung aus teilweise Vaterfigur, ne, im Sinne, dass er ihn ja schon auf eine gewisse Weise erzieht. Ja, am Anfang. Aber natürlich schon so. Das ist eine richtige Bromance für mich. So. Ja, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Allein schon wegen dieser Alters... Ja, wieso? Alter ist nicht Alter alles, ne? Ja, ich sage nur, für mich wäre das irgendwie nicht so. Und dann haben wir eben, welche Eltern kriegen wir sonst gezeigt? Wir kriegen von Ellie die Eltern gezeigt, die natürlich zusammen sind. Und der Vater, der so herabblickt auf Daniel. das ist vielleicht auch ein Punkt, ne? Sowohl der Vater von Ellie als auch der Dojo-Chef hier, Kreese, sind beide größer als Daniel. Mr. Miyagi ist kleiner als er. Und genau, der Dojo-Chef, den würde ich auch noch so als eine Art, ja, im ganz weiten Sinne Vaterfigur für den Johnny hinstellen, weil das anscheinend... Also wolltest du jetzt über die Eltern reden oder über die Lehrer? Weil ich würde das wollen. Ich würde das also ganz gerne für mich, also meine ich, das meine ich ja mit dieser, dass das für mich nicht so ganz hundertprozentig klar ist, wo man da die Trennlinie zieht. Also ja, das sind nicht die Eltern im biologischen Sinne, aber sie sind für mich teilweise Vaterfiguren oder eben die erwachsenen Figuren, die gezeigt werden, wie sie mit den Jugendlichen sprechen. Wir haben dann theoretisch noch den einen Lehrer, wo Daniel da sich so einen kleinen Scherz erlauben will und dann quasi selber festhängt hier mit den die Ureinwohner Amerikas in der Schule. Aber das sind eigentlich überwiegend die älteren Leute. Okay, dann gäbe es noch diese Großmutter in dem neuen Wohnkomplex, aber genau, bleiben wir erstmal bei diesen Figuren. So. Du würdest sie also nicht als Vaterfiguren bezeichnen? Oder ja, ich würde das unterteilen wollen. Ich würde erstmal durchrocken. Ne? Ja. Also ich würde erstmal sagen, was die Mutter angeht, das ist eine hart arbeitende, liebevolle Mutter, die das klassische Problem hat, weil sie halt arbeiten muss, sieht sie ihren Sohn halt nicht so häufig, weil er ein Schlüsselkind ist. Dementsprechend ist sie auch relativ schnell aus der Geschichte irgendwie raus. Und ich habe irgendwie ist sie auch gar nicht mehr so groß relevant nach dem Umzug groß. Also deswegen habe ich auch teilweise gedacht, sie haben sie vergessen. Deswegen war ich überrascht, dass sie nachher doch beim Turnier dabei war, weil ich schon gar nicht mehr damit gerechnet hatte, dass sie überhaupt weiß, dass er überhaupt Karate lernt und überhaupt da antritt. So. Weil ich auch gar nicht wusste, was ihre Meinung zu der ganzen Sache ist, weil das irgendwie so außen vor gehalten worden ist. Ich würde kurz einhaken. Also ich glaube, sie taucht dann immer noch mal auf, um so in Anführungszeichen den sozialen Status so ein bisschen zu zeigen. Also gerade wenn er dann bei Ellie ist, dass dann eben kommt, ja, das Auto das nicht so anspringt und wir wohnen ja da draußen und dass sie quasi nicht so gut situiert wären, dass die Mutter also eine von denen ist, die natürlich den amerikanischen Raum träumt, dass es besser wird und das ist ja dann auch, wenn sie sich mit Daniel trifft,
gegenüber vom Dojo, auch relativ gegen Anfang des Films, und ihm sagt hier, ja, das sieht eigentlich ganz gut aus und das wird bestimmt und dann habe ich Chancen und ganz viel Geld kann ich dann machen und so. Was sich aber zumindest im Laufe des Films nicht einstellen wird, ne, dass sie, während eben Ali in dieser halben Villa lebt und sie da eben in so einem Wohnblock mit einem ja nicht gepflegten Pool. Ja. Ja, stimmt. Ist das eigentlich so, was ein guter Übergang zu Allys Eltern ist, weil Allys Eltern sind nach dem schlimmsten Klischee überhaupt konstruiert worden. Ich habe mir schon gedacht, als er gesagt, gleich angespült wurde, von Anfang an, die erste Information, die wir überhaupt vor ihrem Namen halten, ist ja die Tatsache, dass sie aus einem gut situierten Elternhaus kommt. Und wenn dann sozusagen die Pöbel da ankommen, hast du vielleicht gesehen, es ist die reiche Clique. Aber du hast ja sozusagen noch nicht viel Mimik und Gestik oder Kommentare so von der Clique selbst in diesem Fall mitbekommen, abgesehen jetzt vom Ex-Freund und ihr. Und sie wirkt ja bisher trotzdem die ganze Zeit sehr bodenständig und sehr natürlich dargestellt. Also ich hatte ja irgendwie, bei ihr gibt es ja keine, also man hat nicht den Eindruck, dass sie irgendwie jetzt wirklich daran interessiert wäre, ob er jetzt gerade Geld hat oder nicht Geld hat oder wo er herkommt, sondern ihr geht es um die Person. Und sie wirkt halt sehr, sehr sympathisch halt auch dabei tatsächlich. Ja. Und das ist halt auf der einen Seite und dann hast du halt sozusagen im Nachhinein entdeckst du es immer mehr, ihre versnobten Freundinnen. Also das, also ich finde immer diese, also die Seitenkommentare, also ihre eine Freundin mit der die Brünette mit der Dauerwelle, ne? Ich weiß nicht, ob du das so mitgeschnitten hast, weil die hat jetzt nicht so viel Text gehabt, aber ihre Blicke, ne? Also da könntest du reinschlagen, ne? Wenn die da zusammenstehen, die freuen sich und dann wie sie die Augen die ganze Zeit verdreht und von oben herab, aber auch so extrem, auch dass es auch jeder mitbekommt. Das war echt so dieses, okay, du hast Klassendenken, dann kam die andere Blonde dazu, wo kommst du auf einmal her? Ah, hast auch Klassendenken, so. Wo ich denke, ja, dann hättet ihr am Strand auch mal was sagen können. So. Ja, hast du die, also hast du dann so die einen, und dann hast du, na, die Jungs, bei den Jungs geht es ja eigentlich nur darum, dass der eine unbedingt Ellie hat und es anscheinend alle in dieser Clique interessiert, dass sie ihn auch verprügeln, weil das halt dieser große, primitive Gedankengang ist, wir sind jetzt sozusagen eine Gruppe, das ist unser Hauptgorilla und wir müssen da jetzt mithalten. Der hat das Sagen, dementsprechend laufen wir da mit, weil wir haben bloß keine eigene Meinung haben, aber das ist ja ein klassisches Bild, was du immer wieder bei dem Bully-Klicken hast. Sozusagen. Ich muss ganz kurz einwerfen, ich finde ja die, also gerade im Finale nachher bei dem Turnier, die spielen ja auch geil, die sozusagen die Kumpel von Johnny nehmen, ja, ja, so richtig diesen halb irren Blick da drauf, aber so ist es länger. Überzeugend. Das ist ja auch ein absolutes Klischee. Und dann hast du halt noch die Eltern. Und die Eltern, wo ich dachte so, na, das könnte ja jetzt, wenn die Eltern schon vorfahren, weißt du schon, okay, man hat so viele Filme in deinem Leben geguckt, du weißt schon, das ist ein schlechtes Omen. Und dann kommt der Vater da glücklich an, denke ich so, oh, ey, warte mal, wo geht die Reise jetzt hin? Ist das jetzt ein klassisches Spiel von böse Mutter, der Mutti verbietet den Kontakt mit ihm und der coole Vater hat die Mutter, sei nicht so? Oder wie ist das? Und dann hast du relativ schnell, dann ist mit dem Auto und dann siehst du den Blick vom Vater und du weißt, oh, okay, das sind beide Snobs, die sind beide so, Und ich finde auch, ich weiß nicht, ob das so in der Regieansage so war oder ich ob das einfach so wahrgenommen habe, aber ich fand, dass so alle, die privilegierter waren, in ihren Blicken extrem gezeigt haben, wie wenig, also wie abschätzig sie sozusagen Daniel finden also oder seine Herkunft. Bei Ellies Freundinnen, muss ich sagen, kann ich nicht so hundertprozentig teilen. Da würde ich eher sagen, die haben, oder überlege gerade so, am Strand zu Beginn konnte ich es noch nicht so hundertprozentig einschätzen. Da finde ich, war es eher noch so ein bisschen so dieses sich zieren, weil ich ja davon ausgehen würde. Na gut, der wusste also, ja auch noch nicht, wo er herkommt. Genau, sie kennen Daniel nicht, aber die Jungs, mit denen Daniel da sozusagen abhängt, die sind ja, ne, das eine ist sein Nachbar, also da würde ich schon davon ausgehen, dass die denen jetzt nicht unbekannt sind, dass die sich schon aus der Schule kennen, also dass sie da theoretisch wissen könnten, okay, das sind nicht die bei uns hier mit in dem reichen Vorort leben, sondern am anderen Ende des Dings. Na, ich habe aber den Eindruck gehabt, dass sie ja mal Blickkontakt gehalten hat, also Ellie meine ich jetzt, und die anderen hat das gar nicht so interessiert. Die haben sie immer nur so ein bisschen getriezt. So, die filmische Zuspitzung würde ich da unterschieben. Also auf jeden Fall, da würde ich sagen, hatte ich jetzt noch nicht den Eindruck. Und dann später ist es eigentlich für mich gefühlt, na gut, einmal noch so in der Schule, wo er dann nachfragt, wo sie ist, und dann, wenn er dann in diesen Freizeitpark kommt, absolut geil, kommt gleich schon auch noch zu. Ja, das ist ja viel später. Das und das da, wo sie da so ein bisschen mit ihm nochmal reden und ihm sagen, ja, du, vielleicht ist ja so und so, also wo sie eigentlich, also schon so ein bisschen scharf gegenüber ihm, also nee, nicht scharf ist jetzt falsch, so ein bisschen spitzzüngig zu ihm sind, aber nicht, finde ich, aus irgendwie so von wegen Stand, vom Stand her, sondern einfach nur eben dieses, ja, es geht einfach gerade darum, wie die Beziehung zwischen euch beiden ist und deswegen. Aber, also genau, ich habe bei den Mädels, habe ich den Eindruck nicht so doll und bei den Jungs habe ich den Eindruck eigentlich auch nicht.
Einfach weil ich das von denen gar nicht großartig gezeigt kriege, dass die, außer dass die sich da immer prügeln und andere zusammenschlagen, ja, was gezeigt wird, höchstens bei Johnny. Die Mädels, auch wenn die aus dem Bild gerannt sind, dann die Mädels immer total genervt im Hintergrund geguckt haben und der noch die Brünette zu der Blonden immer gesagt hat, wann soll, wo hat sie diesen Dreck aufgegraben und solche Sachen. Also das finde ich schon sehr extremst abfällig. Nein, das habe ich dann, oh, ich habe schon wieder vergessen, nur halb. Oder hast du mit dem Handy gespielt? Nö, das nicht. Naja, aber genau so. Ja, möchtest du noch irgendwie weiter das Eltern, oder war das? Ja, ich finde auf jeden Fall, dass die Eltern keine großartige, wichtige Funktion in diesem Film übernehmen. Ich war auch ganz dankbar, dass dann da nicht irgendwie nochmal sowas eingebettet worden ist, dass sie mit den Eltern, also er mit den Eltern kämpfen muss oder so, um sie zu sehen oder umgekehrt. Das war eigentlich relativ, war vom Grunde sozusagen, als Grundrahmen sozusagen gegeben, um seine Minderwertigkeitskomplexe oder so ein bisschen zu befeuern, aber nicht um sozusagen jetzt Ellie näher zu charakterisieren als Beispiel. Ich meine, da kommen wir jetzt vielleicht auch so ein bisschen zu dem Punkt, der menschliche oder der unmenschliche Umgang. Ich habe schon gedacht, so, ja, okay, die Eltern, die sollen eben so sein, von wegen, ja, du suchst hier bitte einen Jungen aus deiner Klasse sozusagen. In der Hinsicht finde ich ja diese Schule noch interessant. Ich weiß nicht, ob das heute auch noch so wäre, dass sozusagen sowohl die Rich Kids als auch die nicht ganz so finanziell situierten, dass die alle an die gleiche Schule gehen oder ob das noch stärker getrennt wird, obwohl in den normalen Highschools ist es immer so, dass die in den Gruppen dann zusammen sind, klicken, ne? Naja, gut. Ich ziehe diese Aussage zurück. aber auf jeden Fall war ich dann, also zunächst habe ich so gedacht, die Eltern, ja okay, die sollen halt so sein, ist jetzt, sag ich mal, halb so wild. Und dass die wahrscheinlich auch gerne den Johnny wieder haben wollen, weil der anscheinend auch aus dem Kreis, diese Country-Club-Szene, ne, wo er dann durch die Küche reinguckt. Und da muss ich sagen, da wurde mir die Mutter dann mindestens richtig unsympathisch, weil Johnny dann mal wieder übergriffig ist und sie da sozusagen zum Küssen zwingt gegen ihren Willen. Und dann schlägt sie ja Johnny ordentlich ein und läuft weg. Und die Mutter ist total, oh, so ungefähr so, Johnny, wie geht's dir? Also sieht man, ist jetzt nicht irgendwie ewig lang ausgewalzt oder so, aber man sieht, wie sie zu ihm hingehen und sich angucken und so, wo ich so dachte, okay, ist dann vielleicht eben einfach auch so dieses, dass sie damit groß geworden ist, so von wegen, der Mann gibt eben den Ton vor oder so, wahrscheinlich möglich, also wird ja auch nicht erzählt, ob sie einen Job hat, aber ich orakle jetzt, dass sie wahrscheinlich eher Hausfrau ist als arbeitend. Und ja, dass sie da überhaupt nichts sagt, so der hat jetzt ihre Tochter quasi so, ich weiß nicht, ob Vergewaltigung da schon zu weit ist, aber letztlich ist es ja so, ne? Mindestens übergriffig und gegen ihren Willen und die Mutter ist besorgt, weil die Tochter gesagt hat, nee, so geht das nicht und sich zur Wehr setzt. Naja gut, aber ich weiß nicht, ob das jetzt, also ich glaube nicht, dass jetzt die Mutter denkt, ah, oh, naja, um Gottes Willen, Johnny, wie geht's dir, nur weil sie ein Heimchen am Herd ist, das glaube ich nicht. Ich glaube, ihr ist einfach nur, dass ihr die Herkunft des Partners und ihr Ruf sozusagen, der ausgestrahlt wird, deutlich mehr wert ist, als dass das Wohlergehen der Tochter, was ein eigentlich sehr, sehr häufiges Motiv ist in allgemein auf der ganzen Welt in Filmen. Aber da habe ich da einfach das Problem, dass reichen Leuten. Ne, wenn du jetzt sagst, eben der Ruf, und ich denke mir so, ja, aber was ist das denn für ein Ruf? Also ja, okay, der hat Geld und der verkehrt in diesen Kreisen, aber der ist gewalttätig gegenüber seiner Ex-Freundin. Ja, aber die bleiben ja so unter sich und was hinter Türen abgeht und so. Ja, das ist ja nicht hinter Türen, das ist offen. Das war im Country Club, das haben alle gesehen, dass er sie da ja, so, oder hätte jeder sehen können. Aber ihr ganz, also ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist beim Sichten, aber jetzt ganz, ich weiß nicht warum, aber Ellies ganzes Umfeld akzeptiert einfach nicht, dass die beiden nicht mehr zusammen sind. Ja, ja, obwohl sie immer 20 hat vor Wochen Schluss gemacht, nimmt das keiner für voll. Also selbst da würde ich dann noch so den eingestehen, so von wegen, na, sie erhoffen sich, dass die wieder zusammenkommen oder sowas, ne? Im Sinne von, naja, die hat jetzt so ihre Phase. Aber das rechtfertigt für mich eben in keiner Weise, wenn er dann eben so übergriffig wird, dass man dann sozusagen sich um ihn sorgt. Also da muss ich schon sagen, nee, das. Ja, wie gesagt, entweder ist das ein veraltetes Weltbild oder sie hat es nicht, sie war so blind und hat das nicht mitbekommen. Oder sie billigt das eben und meint eben sozusagen, naja, muss dann eben auch mal sein. Der Mann muss eben zeigen, da so geht's lang und dass Ellie sich das eben auf jeden Fall nicht bieten lässt, was ich auch eigentlich einen sehr schönen Moment finde. Ich muss auch sagen, ich fand Ellies Charakter auch unglaublich sympathisch. Sehr selbstbewusst. Wusste, selbstbewusst, weiß, was sie will, weiß, wo ihre Grenzen sind. Ja. Und ist, wie gesagt, auch auf dem Boden geblieben. Das ist jetzt nicht jetzt, weil sie jetzt reich aufgewachsen ist, automatisch auch gleich voreingenommen gegen andere Leute, was irgendwie ihr ganzes Umfeld anscheinend nicht hat. Und ich fand ihre Eltern auch nicht unbedingt sympathisch, obwohl die natürlich sehr herzlich mit ihrer Tochter umgehen und so und das ist gut. Ja, nee, finde ich auch nicht. Ich finde allgemein diese Übergriffigkeit nicht schön, aber ich finde, also ich würde eigentlich ja nochmal mit Lehrer sprechen, aber vielleicht kommen wir danach nochmal dahin. Aber wenn wir gerade bei der Übergriffigkeit sind, also ganz ehrlich, ne, Leute, die eine
Kampfausbildung haben, ja, ne, oder dieses Know-how haben, wie man kämpfen kann, auch ob das nun, also egal welche Sportart man gelernt hat oder welche Kampfkunst man gelernt hat, ne? Es ist eine Straftat, das anzuwenden auf Leute. Das haben wir alle spätestens bei Con Air gelernt. Also. Guckt denn hier keiner mehr Filme und weiß, wie das Rechtssystem funktioniert. Nee, es ist eine absolute Straftat. Also eine Freundin von mir ist auch Anwältin in Seattle und die schreibt mir mindestens einmal die Woche nochmal so ein richtig langen, so ein richtig langes Kapitel darüber, wie die Handhabe sind in gewisser Weise immer vom Rechtssystem in den USA. Und das ist halt ein recht häufiges Thema, weil wir uns ja durch unsere Dramen kennen aus Asien, macht sie ja oft Vergleiche zwischen Asien und Amerika und dadurch kriege ich ja viel von Amerika auch mit. Und sie hat auch gesagt, sobald sowas ist mit so einer Ausbildung, wenn das nur so eine kleine Ausbildung ist, sobald du sozusagen über den Durchschnittsball liest, ist es ein Mordversuch. Und dann ist es nicht nur übergriffig, es ist Mordversuch. Und die Tatsache, dass da keiner drauf reagiert, also dass man, ich finde, da muss man die Polizei rufen, schon mal leid. Und das ist ja halt, ich weiß ja nicht, wie das in den 80ern aussah. Ich kenne ja nur den aktuellen Stand, bloß das hat sich ja viel getan über die Jahre. Aber ich meine, als Grundprämisse für den Film wäre ich das super spannend und ich finde, das ist ja auch motivierend, denn für ihn das zu lernen, ja, in kürzester Zeit. Aber von der Grundsituation sind die nicht nur unverantwortlich und impulsiv, sondern die sind halt reich und absolut verwöhnt, davon wegzukommen. Und vor allem sind sie absolutes A-Punkt-Punkt-Punkt-Punkt-Punkt. Also, waren das jetzt genug Punkte? Nee, es waren genug Punkte. Aber es sind auf jeden Fall wirklich unsympathische Jungs. Also, die nicht mal eine Charakterisierung kriegen, außer dass sie blöd sind. Spielen ja mehrere Punkte im Dreieck. Also, ne, wir haben die erste Konfrontation, ist eben am Strand abends. Daniel und Ellie haben sich über den Fußball ein wenig angenähert. Finde ich auch interessant, dass Fußball und ja, und eben Karate, so die Sportarten sind, die hier quasi im Zentrum sind. Und ich wollte ja schon mal sagen, Ellie kann echt super geil schießen. Das habe ich die ganze Zeit immer gedacht. Wieso unterrichtet er sie, ne? Die kann man hier als Stürmer einsetzen. Also genau, das ist das erste Mal. Und da würde ich jetzt sagen, da kann ich es noch verstehen, dass die sich jetzt erstmal so quasi kämpelt. Aber der Punkt ist ja, wie er schon mit Ellie da, also Johnny mit Ellie umgeht, wo ich so denke, also wer kann denn jetzt in irgendeiner Form hoffen, dass die wieder zusammenkommen, von den Freundinnen jetzt zum Beispiel. Also das schon allein da habe ich gedacht, ja, es ist auf jeden Fall richtig, dass du nicht mit dem zusammen bist. Der ist ja völlig mit durch. Und dann habe ich halt so überlegt, in dem, was der Film erzählt, wie kommt es, dass die Jungs, also klar, die, das ist so, also, oder ich schiebe so ein bisschen auf, ja, das sind eben Hormone und die wollen sich jetzt eben zeigen und Stärke heißt eben hier nur körperliche Stärke und nicht geistige Stärke oder sonst was. Und dass sie eben zeigen wollen, hier, ich kann nicht umhauen, deswegen bin ich besser, so ungefähr. Aber dass das eben natürlich auch, und das wäre jetzt wieder das Thema Ersatzfigur, Vater, Erziehung, Kreese, also der Dojo-Leiter, ja, knallhart so propagiert. No mercy, when you are out there. Also, ne, das war ja mal ein Kriegsveteran vom Klischee, also das war ja. Genau, ne, also das ist jetzt schon, also gleich wieder der nächste Superschritt. Genau, also dass der ihnen das so beibringt und wo ich dann denke, also ich finde es ja okay, man ist vielleicht in seiner Persönlichkeitsbildung noch nicht so weit, dass man sich dann auch hinstellt, gerade auch in der Gruppe und dann sozusagen dem Leiter dieser Gruppe sagt, nein, das geht zu weit, das mache ich nicht mit, das ist unmenschlich, ne? Sondern dass man sagt, also ich lerne gerne, mich geordnet zu duellieren, zu messen im körperlichen Vergleich, aber es geht mir jetzt nicht darum, dass ich irgendwie 1000 Menschen töten kann, so ungefähr. Also was Daniel macht, ist ja recht untypisch, dass er so spät anfängt. Normalerweise fängst du ja mit Karate schon als Kind an. Und wenn die jetzt schon als Gruppe halt von vornherein, von klein auf von dem unterrichtet worden sind, dann fragst du das ja nicht. Dann hast du diesen Punkt nicht mehr so. Ja, wie gesagt, ich meine mal, also ich bin der Meinung, in der Persönlichkeitsbildung mag es schon Leute geben, die da schon so weit sind. Ich meine, es wird auch nie ganz konkret gesagt, wie alt die nur sind, so zwischen 16 und 18. Das ist ja irgendwie offiziell ein U18-Turnier, aber die fahren alle auch schon Auto. Ja, das ist ab 16. Oder die Motorräder. So. Ne? Aber, also ich bin der Meinung, der Film begründet diese Aggressivität nicht nur daran, dass das vielleicht in den Jungs so ist, dass die sich eben messen wollen, sondern auch, wie diese Jungs eben das beigebracht bekommen. Ja, das also stimmt. Ist ja ganz klar eben, weil Mr. Miyagi ja dann das genaue Gegenteil eben ihm beibringt, dass es nicht einfach darum geht, anzugreifen, sondern dass es eben Verteidigung ist oder Selbstverteidigung, wenn überhaupt, und
das beste Karate ist das quasi, was man nie anwenden muss, so ungefähr. Miyagi sagt ihm das ja auch direkt, das ist falscher Lehrer, falsch, Schuld des Lehrers, nicht Schuld der Jungs, Schuld des Lehrers, Jungs impulsiv, so. Also das, ich wollte jetzt wie Yoda. das macht jetzt nicht so hundertprozentig alles besser oder so, aber schon allein deswegen ist der Johnny für mich grundsätzlich bis, also in der Szene am Strand, extrem unsympathisch schon, weil ich so denke, also ja, dass der jetzt irgendwie sagt, ich möchte dich wieder haben oder so, aber dass er ihr da, ich weiß nicht, das Radio da kaputt macht, das kann man sich heute vielleicht gar nicht mehr vorstellen, aber selbst für die dürfte das ein bisschen Geld gewesen sein, was so ein Radio kostet. Auch wenn die Eltern wahrscheinlich sagen, ja, hier Portokasse oder sowas, aber ne. Es geht ums Prinzip. So, und er schubst, nee, ich weiß nicht, schubst er sie, aber ich glaube, er ist ihr gegenüber trotzdem nicht nur mit dem Radio gewalttätig, sondern er hat sie richtig gegriffen, schüttelt sie. Er macht ja noch sagen, ja, er schlägt sie fast und deswegen ist der, und Daniel ist der Einzige, der einschreitet. Und die anderen, ja. Warum auch immer, entweder vielleicht auch aus Furcht oder weil sie wissen, dass er Karate kann und sie dann vermöbeln würde, aber die schreiten eben nicht ein. So, da ist er unterschiedlich. Dann diese Country Club Szene. Nee, warte mal, wenn wir schon da beim Strand sind, dann vermöbeln die ja nun auch Daniel, der ja nun nicht weiß, worauf er sich einlässt, weil er ganz neu ist und keiner warnt ihn oder sagt, hier ist ein oder so. Und dann hast du diesen, ich sag jetzt mal, neuen Freundeskreis vom Nachbarn, der komplett verschwunden ist, weil die ihn ja dann alle fallen lassen, weil er sich einmal zusammenschlagen hat oder sich gewehrt hat. Was ich auch extrem schwach fand. Er kommt irgendwie nochmal vor, aber schon sehr klein also noch. Ich kann mir nicht entsinnen, dass er nochmal vorgekommen ist. Zwei, drei Momente gab es noch. Aber, und vor allen Dingen fand ich halt dieses Zusammenschlagen und dann jeder geht weg, wo ich dachte so, ja toll, super, ich hab tolle Leute, vielen Dank. Und dann denkst du schon so, oh, das ist schon ein extrem frustrierender, extrem schlimmer Moment. Und dann kommen diese drei, ich sag's mal liebevoll, Penner. mit ihren scheiß Motorrädern und müssen die noch dreimal mit diesem Sand zuspritzen und diese absolute Demütigung da nochmal vollziehen, dass auch wirklich diese Trennung nochmal ist zwischen denen, ja, wir haben jetzt auf dem Kieker, das ist jetzt markiert, er ist jetzt markiert, sozusagen, ne? Wir haben ihn jetzt auf dem Kieker. Und da habe ich echt so gedacht, also, ja, als Bösewichte funktioniert ja ganz gut. Also ihr seid, es sind jetzt keine Figuren, die ich hasse, aber das sind Figuren, wo ich denke, das sind Menschen, mit denen möchte ich absolut nichts zu tun haben in meinem Leben. Also mit solchen Leuten hast du keinen Mehrwert. So. Aber jetzt kannst du weitermachen. Ich wollte nur was mal sagen, weil ich fand diese Szene mit diesem Sand nochmal raufspritzen oder raufsprenkeln, das war für mich eine absolute Demütigung. Das fand ich echt schlimm anzugucken, weil solche Sachen reagiere ich immer sehr empfindlich im Film. Und das war so eine Degradierung für mich, dass ich echt sagen musste, okay, ja, hier. Also ich bin jetzt komplett auf, ich bin komplett, ich weiß nicht, was so passiert, ich bin auf Daniels Seite, Punkt. Ja, das ist, also es gibt dann eben später oder ging im Schluss, am Schluss nochmal einen kleinen Moment so, aber da würde ich dann später auch erst hinkommen wollen, wie Johnny da reagiert. Genau, und dann haben wir eigentlich eben jetzt diese beiden Lehrer, Schrägstrich vielleicht auch Väterfiguren. Und ich finde es ja interessant, dass beide Veteranen sind. Also was heißt interessant? Ja, aus ist vielleicht, Kriegen, genau, bei dem Kree sieht es also, eher aus, als wäre es Vietnam. Na, so der ist Vietnam Bild. Und es wäre ja nicht so ganz beknackt, weil da hat er ja was Falsches mitgekriegt. Ne? In Vietnam ist ja einiges Falsches passiert. Die haben ja nur beide mindestens ein Trauma mitgenommen. Ja, ich will nicht, dass sie kein Trauma haben, aber in Vietnam war ja damals hier frei. Alles frei. Also auf jeden Fall, genau, und Kree wirkt für mich echt so wie, also ja, der kann ja diese Ansichten haben, ne? Aber hat er noch nie irgendwie mal irgendein Elternteil mal sein Kind abgeholt und ist dem mal aufgefallen, wie völlig durchgedreht der ist, was der da Kindern und Jugendlichen beibringt? Also wenn das jetzt eben so ein Militärlager wäre oder so, dann würde ich mir sagen, okay, ja, aber das ist doch, also steht da in gar keinem Verhältnis. Also für mich ist das sowas wie, irgendwann kriegt man so eine Trainerlizenz und das muss doch da schon bei der Lizenzerteilung aufgefallen sein, dass das ist das, was der da jetzt aufziehen wird. Ich meine, wahrscheinlich kann man da einfach so ein Dojo eröffnen und muss ja nicht sagen, ich bin sagen, da der Amerika Leiter des Dings. Manche Sachen anders als bei uns. Aber der wirkt echt für mich, wie heißt es, Loose Cannon, also eine Pistole, die jederzeit losgehen kann. Ja, das ist, wenn es ein Kriegsfilm gewesen wäre, wäre er der Beknackte, der alle in die Gefahr bringt. Ja, er wäre wahrscheinlich schon auch der dann erst sie irgendwie in so einer heiklen Situation rettet, weil die anderen noch zögern oder so. Und dann zum Schluss aber der Gefahr, ne? Also, wo ganz klar ist, der weiß nicht, wo man schafft. Und also genau, und weißt du schon, wo du hinstecken kannst, sagen wir es so, welche Schublade. Ja, genau, und der eben dementsprechend das Karate nicht einfach nur als vielleicht ein sportliches Miteinander messen sieht, sondern als eine Variante zum Kampf, auch vor allem zum Angriff. Und wie gesagt, eben sein Schlüsseldings hier, No Mercy.
Und das eben in jede Lebenssituation überträgt. Und das ist eigentlich extreme problematische Punkt da. Also ich muss ehrlich sagen, das ist so, wie das dargestellt ist mit diesem Militärlager, das ist schon ein sehr guter Vergleich, den du aufgebaut hast. Den gleichen Eindruck hatte ich auch gehabt. Das ist für mich wirklich alles nicht, was ich mir unter asiatischer Kampfkunst vorstelle, wie das unterrichtet wird oder irgendwie andersweise beigebracht werden sollte. Das war für mich so ein, okay, ganz ehrlich, wenn ich jetzt Bock, ich bin ja auch ein Mensch, der sehr interessiert ist an Kampfkünsten und das auch immer lernen wollte und leider den Moment verpasst habe und mich jetzt zu alt dafür fühle. Aber ich gucke es mir, Kampfsportveranstaltungen, so gucke ich mir halt auch immer noch gerne an und alles. Und das ist einfach nicht die Philosophie, die ich dafür sehe. Und das ist, also das war für mich ein Moment, wenn ich hingekommen wäre, so wie Daniel, und um mich anzumelden, würde ich auch sagen, nee, hier nicht. Wäre schon ein aus dem Grund, wäre ich gegangen. Ich überlege gerade, mir fällt gerade so ein. Und auch keine Frauen, ne? Sehr, sehr paternalistisch geprägt. Nicht eine einzige Kämpferin. Ja, das sowieso. Dass die Jungs zwar eben nicht sich hinstellen und ihm direkt widersprechen, aber dass sie manchmal noch im Verhältnis sehr vernünftig agieren. Also ne, in dieser Trainingsrunde ist dann einmal der eine, bringt ihn zu Boden und dann würde eigentlich der noch steht sozusagen, würde jetzt nicht mehr zuschlagen und dann sagt der Coach so, was ist? Finish him oder irgendwie so. Ne? Und dann daraufhin erst macht er das mit sozusagen einigem gefühlten Widerwillen, ist so mein Eindruck. Ja, das habe ich auch nicht verstanden, weil solche Verhaltensmuster, die sie so beigebracht kriegen, das muss doch bei diesen Wettkämpfen bestraft werden als Strafverstoß. Ja, das ist ja dann so, das ist ja dann beim Finale, wenn er dann sagt, hier im Halbfinale kommen out of commission oder wie da dieser Spruch ist. Ne? Also verletzt ihn so, dass er nicht im Finale antreten kann. Jo, und da sagt er, ich weiß gar nicht. Das war eine richtig reife Handlung. Aber ich glaube, der Typ, der ist ja schon richtig scharf drauf. Also der spielt zumindest so, als wäre er scharf drauf, egal. Ne? Hauptsache drauf losballern und so. Ja. Und der wird ja dann dafür aber auch so oder so disqualifiziert. Und dann wird ja gesagt, hier, wenn Daniel nicht in einer Viertelstunde zurück ist, dann ist der andere, der im Finale steht, der Gewinner. Also er wäre da, für das, was er gemacht hat, eben mit dem das Bein wegklatschen, ist er auf jeden Fall disqualifiziert worden. Also da wird diese Strafe ausgesprochen. So, und da überlege ich gerade, also da gab es ja auch so ein, zwei Momente, der wollte, glaube ich, in einer anderen Vorrunde oder so, da wollte er ihn auch noch, wo er schon am Boden liegt, ihn einen so noch einen mitgeben und da streiten ja auch die Schiedsrichter ein. Ja, das ist auch richtig, das wäre ja auch traurig, wenn das nicht irgendwie genannt worden wäre. Ne? Ja, und der Johnny wird ja auch als rechte Hand sozusagen von dem Trainer dargestellt, von dem Dojo. Ja, schon als ein ziemlich kompetenter, also das habe ich auch überlegt, so, ne, okay, U18, sagen wir mal, wenn die jetzt 16 sind oder 17 und der ist jetzt zweimaliger Champion schon. Das heißt, in den beiden Jahren davor war auch keiner, der vielleicht mal ein paar Jahre älter ist und allein deswegen schon vielleicht so ein bisschen besser war. Oder die sind halt einfach wirklich so hart aggressiv. Ich weiß gar nicht, ob es nach Gewichtsklassen unterteilt ist, aber so ungefähr nach Größe und Gewicht. Hatte ich nicht den Eindruck. Also ich hatte schon das ist eins für alle. Ja, aber so ist es in der Regel eigentlich. Ja, mir kann natürlich auch sein, dass so eine Verkürzung ist, das dann sagt ihr. Ja, genau. Und dagegen, achso, und dass der eben Kriegsveteran ist, wird ja eigentlich Bildern ausgedrückt. Genau, es wird eigentlich nur mit dem Foto, was da im Dojo hängt. Wenn Daniel reinkommt, sieht er das einmal, wird einmal so drüber gefahren mit der Kamera und eigentlich also sehr schön dieses Show, Don't Tell, weil ich glaube, es wird nicht konkret ausgesprochen. Das haben wir gesagt, damals, als ich in Vietnam war, haben wir das so gemacht oder so. Nee, das wird nicht ausgesprochen, aber man sieht diese Bilderfahrt sozusagen, dass er im Krieg war und dass er aus Vietnam und dann hast du genau, wie er die alle wie mit dem Militärlager da alle instruiert. Genau. In der Grundausbildung sozusagen. Ja. Da wird das dann schon sehr deutlich gemacht, dass es nochmal illustriert wäre und gefestigt wird der Verdacht, den man schon hat. Und im Gegensatz dazu haben wir eben Mr. Miyagi, der ja, erfahren wir dann, er ist eben nicht in Amerika geboren. Er sagt natürlich immer, der eben eine Frau hatte und eigentlich ein Kind erwartet hat, oder das Kind hat sie ja sogar noch zur Welt gebracht. Und kurz danach sind dann beide gestorben, die Frau und das Kind eben, also eine sehr tragische. Und er ist dann derjenige, der auch, da kriegen wir dann auch nochmal Zeitungsausschnitte zu sehen, also Zeitungsschnipsel, die er aufgehoben hat. Oder so eine Einberufungsgeschichte, weiß ich gar nicht mehr genau, was war. Und dass er eben seine alte Uniform trägt. Ja. So, also da wird das im Verhältnis deutlicher gemacht, was so dies hier, ne? Also auch, der sozusagen nochmal aus dem anderen Krieg, den das miterlebt hat. Und was ja vor allem ist, ist, dass Daniel dann noch diese eine Schatulle öffnet, wo eben das
Ja, was ist das? Medal of Valor? Ich weiß es auch gar nicht genau. Ja, genau, Medal of Honor war dabei. Also ich habe auch nochmal nachgeguckt, genau, um mich das ein bisschen einzuschätzen mit der Uniform, die er anhatte und mit der Schleife, die er dran war und alles. Schleife? Also das ist sozusagen das 442. Kampfregiment. Das ist sozusagen, also ich weiß nicht, ob das auch immer noch der Fall ist tatsächlich, aber und ob das diese Quelle jetzt hier unbedingt stimmt, aber sozusagen ist das die am höchsten dekorierte und ausgezeichnetste Kampfeinheit der US-Geschichte. Und die bestand zum Großteil nur aus japanisch-amerikanern, also US-Japaner. Eingewanderten, nach Amerika migrierten Japaner. Ja, genau. Also das ist, hat sich komisch angehört hier alles. Und die haben insgesamt 52 Verdienstkreuze, 560 Silbersterne, 4000 Bronzesterne und nochmal 9486 Purple Hearts. Ich überlege, ich glaube, könnte es das Purple Heart gewesen sein, weil es war ja dieser Stern und dann oben war dieses kleine lila farbene Strich. Ja. Aber also, hätte man wahrscheinlich rauskriegen können. Die haben sie ausgezeichnet können. Durch eine blaue Schleife und dann an der Uniform und dann halt so hier dieser Medaille, wo Weller draufsteht. Ne? Genau. Er ist, glaube ich, ne, die Medal of Honor for Valor, bla bla bla. Naja, ja, aber ich meine, ist jetzt auch nicht der. Aber das hat mich mal interessiert, genau. Tatsächlich, wo das herkommt und was das genau ist. Und das war ja nun Zweiter Weltkrieg eindeutig. Wer noch meinte Hawaii, habe ich gedacht, oh Gott, was ist denn das? War ja dann hier noch Pearl Harbor und so dabei. Also das sind ja, da geht ja bei einem ja das Kopfkino gleich los, so, ne? Also das wurde ja dann doch nicht weiter ausgeführt in der Hinsicht. Ich weiß gar nicht, ob es so weiter ausgeführt werden musste, weil man, also ich hatte schon den Eindruck, ne, dann hast du da diesen Zettel hier, ja, alle US-Japaner sozusagen kommen jetzt da und dahin und werden da gebraucht so ungefähr. Und dass er quasi, im Endeffekt hat er sich ja gegen seine Landsleute stellen müssen. Dann in dieser Form, also wir wissen nicht genau, wann er da hingekommen ist. Ne? Vielleicht wird es wahrscheinlich, oder ich kann mir vorstellen, dass in Teil 2 und 3 irgendwie vielleicht noch mehr erzählt wird. Aber hier ist das nicht ganz konkret der Fall, wann er eben nach Amerika kam, dass er sozusagen ja sich gegen seine Heimat stellen musste im Krieg dann letztlich. Und dass er ja schon anscheinend diesen Traum, diesen amerikanischen Traum oder Amerikaner werden wollte, ne? Und dass er mal ganz davon abgesehen, dass er sich gefreut hätte, ein Kind zu bekommen, dass er eben auch sagt, ja, der erste Miyagi, der erste amerikanische Miyagi so ungefähr, ne, darauf, das war so, also ist auch betont an dieser Stelle mit dem Amerikanisch, eben dieses irgendwie ja dazugehören und letztlich hat er sozusagen Anteil am Sieg gehabt oder eben dazu beigetragen, wurde dafür ausgezeichnet, lebt aber ja doch, na, isoliert ist vielleicht übertrieben, aber doch eigentlich schon, ne, so hat er sein Refugium sich aufgebaut. Ja, doch. Sein Rückzugsort, wo sich ja auch die Kulturen wieder treffen. Ne? Das wirkt ja schon, finde ich, so japanisch angehaucht, so das Häuschen, was er da hat und dieser Garten, sage ich mal. Und dann hast du aber eben die spätestens jetzt sind es Oldtimer, ich überlege gerade in den 80ern waren es wahrscheinlich auch schon eher so Karren der 60er, 70er, die er da auf seinem Hof stehen hat. Dass sich da eben so die Einflüsse vermischen. Ja, und der eben eine deutlich, der eben sagt hier quasi Angriff, dafür ist das nicht da. Also du kannst es lernen und machen, ja, aber es ist nicht eigentlich dazu da, um eben andere kaputt zu machen, sondern höchstens um sich selbst zu schützen, so ungefähr. Ja, ich war mir am Anfang nicht sicher tatsächlich, ob er sozusagen auf US-Seite gekämpft hat oder sozusagen, ob er Kriegsgefangen aus der Zeit ist und dann nach den USA geblieben ist. Ne? Hätte ja auch sein können. Mhm. Deswegen hatte ich nochmal nachgeguckt, um sozusagen das. Aber das hat sich ja eigentlich schon dann dadurch gezeigt, dass er die Uniform an hat und so und dass er einberufen wurde. Ja, aber ich finde, von amerikanischer Seite. Ja, das war ja auch mein erster Eindruck in den ersten paar Sekunden, als ich gesehen habe, dass er in der Uniform da sitzt, hätte ja auch sein können. Ja, weil jetzt das muss mit dem nachgucken. Aber. Ja, weil ich mit Japanern eher so die Farbe der Uniform verbinden würde, jetzt aus dem Stegreif, aber ich könnte auch komplett falsch liegen. Ja. Also ich habe jetzt nicht braune Uniform sozusagen mit Amerika in Verbindung als erstes. Ja. Genau, so und so wie Daniel eben keinen Vater hat, hat er eben keine Frau und kein Kind mehr. Was er eben sehr kurze Zeit hatte, also doch da schon. Da kam ja gleich sofort der erste Gedanke, okay, das ist jetzt Daniel, ist jetzt sozusagen der Ersatz für deinen Sohn oder. Deswegen eben auch Vaterfigur, / Trainer, ne? Was ich da so meinte. Deswegen wäre es für mich tatsächlich durchaus interessant, ob und wie Johnny eben so Eltern hat. Und ich gehe mal davon aus, dass er die hat, weil sonst wäre er wahrscheinlich nicht in dem Country Club, weil er wird das Geld nicht. Er als Jugendlicher wird nicht so viel Geld haben, so ungefähr, um damit zu wohnen oder so.
Ich glaube, seine Eltern waren auch dabei, die saßen, glaube ich, am Tisch auch mit ihren Eltern zusammen. Wahrscheinlich. Ja, aber wenn wir das für das Thema Vaterfigur reden, dann müssen wir natürlich über den Vater reden, den wir nie sehen, aber von dem wir ständig hören, ne? Ich weiß nicht, wen ich meine. Ja, bin ich gespannt. Mr. Miyagis Vater, der ihm ja alles beigebracht hat und immer wieder betont wird, eben das mit dem Bonsai-Bäumchen mitgebracht hat, genau, mit den Fischen, dann ja, dem Karate. Ja, stimmt. Die Lebenslektionen, also da wird ja ganz viel mitgegeben. Er erwähnt ihn ja immer wieder so als Prinzfigur. Bis dann irgendwann ja, dann hat Jenny gesagt, hör, du hattest aber auch einen geilen Vater. Der konnte ja alles. Ja, der kann ja alles, ne? Also das ist so, Ist es eine idealisierte Figur? Also wir wissen es, es bleibt ja ein bisschen im Dunkel. Das glaube ich, das Thema auch im zweiten Teil. Es bleibt, ja, okay, dann im ersten Teil bleibt es so ein bisschen im Dunkel. Sagt er so bei allem die Wahrheit? Also war das wirklich nur ein Fischer oder war der irgendwie anderweitig? Oder ist Fischer im Sinne von, wir denken jetzt an einen relativ einfachen Angler, sage ich mal, und stattdessen war das aber jemand, der halt in seiner Freizeit passioniert gefischt hat, aber sonst irgendwie groß am Start war oder sowas. Also es bleibt ja offen, da haben wir nur die Aussagen von Mr. Miyagi selbst, ne? Mehr wird uns dann nicht geboten. Ja, stimmt, diese Figur wird auch auf jeden Fall aufgemacht. Ja, ich finde die halt sehr relevant, weil sozusagen die ja sozusagen die Lehren vorgibt für Mr. Miyagi und Daniel, ne? Ja, und damit sozusagen quasi eine Linie aufgemacht wird, ne? Das in Anführungszeichen vererbt auch die ganze Sache. Ich meine, das ist jetzt, wenn ich jetzt, ich habe jetzt hier gerade die Karte geguckt, angeguckt, wo Okinawa jetzt exakt liegt. Und es ist ja genau sozusagen zwischen Taiwan und Japan auf der Hälfte, das ist wirklich ein Inselstaat, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass es ein Fischer war, tatsächlich sehr, sehr groß, dass er die Wahrheit gesagt hat. Und da ich so, und ich habe auch nochmal nachgeguckt gehabt und diese Karateform, die er sozusagen den Daniel beibringt, ist auch bestimmt auch aus Okinawa tatsächlich. Also das ist auch sehr wahrscheinlich. Die gute alte Hausmeister-Karate-Variante. Da haben sie schon gut recherchiert, so ist jetzt nicht. Ja, und wir haben Ich weiß nicht, wie es mit dem Bonsai-Bäumchen aussieht, das habe ich nicht recherchiert. Also das klang ja jetzt schon deutlich an, ne, dass die Stile der Wissensvermittlung oder des Trainings deutlich unterschiedlich sind, schon in der Ansprache. Also dass hier Kreese immer rumbrüllt und sozusagen auf knallharte Disziplin, na gut, ich meine die Disziplinen sind beide, aber dass der eben so auf Autorität durch körperliche Kraft und Lautstärke setzt und Mr. Miyagi eher durch Ansporn auch, glaube ich, selbst zu denken, trotz allem so. Er versucht halt die moralischen Grundprinzipien aufrechtzuerhalten und auch Sachen zu erklären, warum es so ist. Um das dass er Werte vermittelt, ne? Dass er nicht nur den Inhalt, sondern, oder nicht nur die Kunsttechnik an sich des Karate, sondern auch den. Auch die Philosophie gleich mitgibt, ja. Ne? Die halt ja die anderen gar nicht kennen tatsächlich. Die klassische Philosophie mit der sanften Hand und das ist halt eine Verteidigung. Das ist Karate zum Verteidigen, nicht zum Angreifen. Das ist keine Machtform. Das ist einfach nur zum Abwehren. Bis auf das ist ein Riesenunterschied. Bis auf eine Sache, bis auf den Kranich. Wenn richtig angewendet, dann unschlagbar. Also ich muss auch sagen, ich kann jetzt Karate nicht, aber so wie es aussieht, denke ich mal so, muss man nur an der richtigen Stelle treten, dann fällt er um. Aber der Punkt ist ja auch Balance. Ne? Balance ist ja sozusagen das A und O von der Karate, die innere Balance, die Balance sozusagen des Körpers. Das ist ja ein Riesenthema im Film. Also das kann beim Kranich ja nicht passieren. Wenn du Balance hast, dann kannst du auch nicht weggetreten werden, dann bleibst du stehen und haust dann noch weg. So. Ja. Genau, und das dann eben und wofür dieser Film ja eben so extrem berühmt ist, dass das Training eben nicht ist, dass er hier Techniken direkt im Zweikampf oder im Duell sozusagen beigebracht bekommt, sondern dass Mr. Miyagi ihn irgendwelche Arbeiten erledigen lässt, wo natürlich Daniel zunächst mal denkt, was soll das denn jetzt, der will mich nur ausnutzen hier. Also die haben gerade den Deal geschlossen, Mr. Miyagi sagt, was er tun soll und Daniel stellt keine Fragen und dann sagt er ihm hier, putz mal die Autos und dann wachse sie ein. Und dann denkt er natürlich, hey, was hat das nun mit Karate zu tun? Und dann, ja, streich mal den Zaun neu und ich weiß gar nicht, schrubb den oder hier, was ist denn das? Stielen muss er dann sozusagen abschmirgeln. Ja, abschmirgeln, ja, und dann halt auch das Haus streichen. Also jede Menge Aufgaben, so dass Mr. Miyagi ein schönes Eigenheim hat.
Und Daniels Mutter wahrscheinlich kotzt, weil sie ständig die ganzen Klamotten waschen muss, weil die alle voller Farbe sind. Wahrscheinlich neu kaufen muss. Ja, ich habe mich auch gefragt, wenn er mit seinem kleinen Töpfchen da stand und mit den ganzen Zaun. Aber er hat ihm neue Töpfe gebracht. Er hatte nur zwei, drei Töpfe. Wo kommen denn die Töpfe jetzt alle her? Das reicht ja für 5 so eine Holzlatte. Und dann kam er schon mit 2, 3 weiteren, nur beim Nachfragen. Genau, und das, und wir als clevere Zuschauer wissen natürlich, die Bewegung, die er dabei vollführt, eben das, die Hand so im Halbkreis bewegen oder den Arm durchgestreckt hoch, runter und was nicht alles, dass das eben dazu führt, dass das die Techniken sind, die Bewegungsabläufe dann schon er verinnerlicht. Genau, weil die Phase ist ja, oder der Punkt ist, es kommt zu einer Halloween-Party. Und Daniel kommt als verkleidet als Dusche. Was ich genial finde und ich verstehe nicht, warum sie es nicht durchgesetzt hat. Ja, so einfach wie effizient. Ja. Und verpasst dann auch noch Johnny, der gerade sich, was ja auch eine interessante Mini-Andeutung ist, so der sich gerade einen Joint dreht auf der Toilette und dem verpasst er dann auch eine kalte Dusche mit einem Schlauch da. Und daraufhin wird er dann, und auch das wieder, ich glaube, ich hole damit gleich noch ein bisschen mehr aus, wird er dann von denen, die alle als Skelette verkleidet sind, als Untote, von Johnnys Gang dann gejagt und schwer verprügelt. 5-1 oder was das ist. Und Daniel dann so kurz vor dem kompletten K.O. sieht nur noch, wie eine mysteriöse Gestalt angeflogen kommt scheinbar und die jugendlichen Angreifer außer Gefecht setzt und ihn in Sicherheit bringt. Und so wie Luke Skywalker eben ein bisschen braucht, um festzustellen, dass er Yoda getroffen hat, diesen komischen kleinen Kauz, so merkt Daniel dann, dass auch Mr. Miyagi es gewesen ist, der ihn gerettet hat. So, jetzt hole ich nochmal kurz aus. Dieses Zeigen Johnny, der sich auf dem Schulklo einen Joint dreht, könnte einerseits sein, so dieses, ja, der Rebell und der sich ein bisschen vielleicht auch ausprobieren oder sonst was, könnte aber auch, kennt man ja vielleicht so aus, weiß nicht, anderen Serien, Filmen oder so, ein Zeichen sein von Druck, ne, dass man versucht, irgendwie ein Ventil zu finden. Eine Form der Entspannung zum Runterkommen oder so. Können wir natürlich fragen, wie das jetzt gerade bei der Party. Das ist natürlich eine sehr menschliche Bewertung. Ne? Also mein Gedanke in diesem Fall war, ja, ist jetzt der Reiche und er denkt, er kann alles machen. Genau, würde das ins Thema Rebell denn reinfallen, deine Definition? Ja, ne, das ist ja theoretisch, er probiert einfach so lange alles aus, bis ihm mal jemand sagt, stopp, hier nicht. Aber das Problem ist ja eher, dass gerade sein Karate-Lehrer ihm sagt, mehr töten. das ist ja, was er ihm irgendwie vermittelt. Du musst sie alle niederprügeln und irgendwann wirst du dann der Meister sein. Ist vielleicht auch bezeichnend, dass der Kreese eben der Einzige ist, der so schwarze Klamotten oder hauptsächlich schwarze Klamotten trägt. Ich meine, das machen die beim Turnier nachher, haben die auch die schwarzen Klamotten an? Aber zumindest in der Trainingsszene in dem Dojo tragen die ja alle weiße Kleidung und er trägt eben schwarz. Haben die alle schwarz und gold. Aber am Schluss beim Turnier, ne? Ja, ja. Genau, ja. Aber bis dahin sind sie eben noch in weiß. Also so oder so, das mit dem Joint wird nicht weiter ausgeführt. Es ist nur kurz zu sehen, dass er sich da eben versteckt im Schulklo und dann ein Joint dreht. Das ist das eine. Und dann hatte ich ja gesagt, das andere wäre noch eben, dass die natürlich ist es Halloween, deswegen verkleidet man sich ja gruselig, aber dass die nun ausgerechnet auch alle das gleiche Kostüm haben und alle eben als diese Minions, als die Skelette rumlaufen. Naja, aber Johnny selbst ja auch. Also ja, aber er ist ja trotzdem an, wie auch immer seine Minions. Also das sind für mich sein Freundeskreis, Leute, die das Denken abgegeben haben, und Mitläufer. Das sind für mich eine Minions von ihm. Das ist ja. Ich meine, die ganze Zeit, das ist so, dass es in der ganzen Clique so ein großes Thema ist, dass auf einmal Daniel Ellie datet, ne? Was interessiert die das alle? Also, Entschuldigung. Ja, weil ihr Meister. Ja, aber das meine ich. Sie gehört ihrem Meister. Aber das meine ich mit diesem Kollektivdenken so, ne? Das ist auch. Oh. Nee, also ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass das ne, natürlich. Nee, dass die alle das gleiche Kostüm haben, das ist nicht selbstverständlich. Ne, die können ja sagen, okay, wir kommen zu dieser Party, aber jeder hat trotzdem irgendwie so was anderes an. Das zeigt irgendwie auch die Uniformität dieser Gruppe. Dass die, also es, ne, es vereint sie, weil sie alle äußerlich gleich sind dadurch. Zeigt aber auch, dass da eben vielleicht so was Individuelles fehlt oder dass sie eben genau diese Mitläufer sind. Und weil ich dann, selbst dann hätte ich tatsächlich, glaube ich, gedacht, dass Johnny nochmal irgendein anderes Kostüm sozusagen tragen würde. Johnny hat auch den Joint in der Kusche. Ja, kann ich nachvollziehen, aber ich finde es ja auch interessant, weil Karate ist ja an sich ein Einzelsport, das ist ja kein, das ist ja kein Teamsport. Ich meine, du bist ja ehemaliger Handballer, ne? Seid ihr alle mal so gleich rumgerannt, immer?
Naja, auf dem Spielfeld dann schon. Ja, das aber ist jetzt mir so, klar, ich rede ja jetzt wir auch unabhängig ja keine, davon. Wir hatten ja keine Halloween-Partys, das meine ich ja. Ich glaube, da wären ja auch nicht alle gleich gekommen. Genau, und das ist ja eigentlich der Punkt, den ich gerade gemacht habe. So dieses, ne, das, deswegen sagen, ey, komm, wir gehen zu dieser, also wir treffen uns auf der Halloween-Party und wer ist denn auf die Idee gekommen, dass die sich alle gleich anziehen? Das wird wahrscheinlich sozusagen vom Film gesagt sein, damit man weiß, okay, das sind die alle. Ist für uns als Zuschauer leichter, okay, die sehen alle gleich aus, dann werden die wohl zusammengehören. Hätte ich auch diesen blöden Witz machen können, hä, du bist auch so, aber wir kennen uns ja gar nicht. Und das war ein Walmart-Ding im Angebot. Aber ne, so wird das ja eben, also wie das bei Johnny eben total, bei Daniel total deutlich ist, mit dieser, die Dusche und niemand kann ihn sehen, er kann mal so rausluschen. Ja, ja, ne, total isoliert. Und eine totale Psycho-Referenz natürlich. Psycho? aber ich habe jetzt einen Film gesehen mit der Psycho-Referenz, aber ich weiß gar nicht mehr, welcher das war. Ja, gibt es ein paar, glaube ich. Ja. Und genau, sie eben als die Skelette da. Ja. Jetzt hast du natürlich ein interessantes Ding eingeworfen, von wegen, ich habe das jetzt so halb eingeworfen. Was denn? Filmreferenzen. Ich finde zum Beispiel, dass das ein Film ist, der sich sehr häufig, der diverse Anspielungen macht auf andere Filme. Findest du? Das muss ich mir überlegen, ja. Das muss ich mal an mich gehen. Das also das gefallen. Eine ist, das ist jetzt keine Referenz, aber das eine ist, es gibt irgendwie bei der IMDb, glaube ich, diesen Tag, dieses Schlagwort, Filme, in denen der Filmtitel gesagt wird oder irgendwie vorkommt. Und der kommt ja auch vor, hier, wenn nach der Strandnacht der Sportunterricht, das Fußballtraining ist, dann sagt ja der Nachbarkumpel, zu Daniel, The Karate Kid. The Karate Kid. Nee, genau, aber also ich weiß auf jeden Fall, dass ich in meine, als ich aufgewachsen bin, das Karate Kid in sehr vielen Sachen immer angespielt war, in Filmen und Serien. Also das war auch so, jetzt nicht unbedingt Zauber von Ost mäßig, was in wirklich meistgefühlte Film ist sozusagen, aber ich fand Karate Kid war auch sehr, sehr häufig drin. Ja. Ich frage mich auch zum Beispiel, weil ich es nicht gesehen habe, ist das vielleicht ein bisschen belanglos an der Seite, aber es interessiert mich. Ist Kung Fu Panda die gleiche Handlung? Ich glaube, ja, Kung Fu Panda ist ja, dass er auch sozusagen Coming-of-Age-Geschichte, er denkt ja, er ist der Sohn von dem Gänserich, der Panda. Was? Hast du das etwa nie gesehen? Und er natürlich dann auch sozusagen das Reich retten und wird dann auch, ich glaube, da ist die Yoda, Mr. Miyagi-Figur ist dann eben die kleine Maus oder eine alte Maus, Mäuserich auch. Eben auch total klein und der Panda ist natürlich total ungeschickt am Anfang, aber wird dann eben verhältnismäßig gut oder weiß sein Gewicht nachher einzusetzen, eben so wenn er mit dem Bauch welche wegklatscht, glaube ich. Ich habe ihn jetzt aber auch nicht mehr, jede Szene in Erinnerung. Ist ein bisschen her, dass ich den Film gesehen habe. Ich glaube, den habe ich sogar im Kino gesehen, so alt bin ich. Wann ist der denn? Ich glaube Anfang 2000er, oder? Echt? Würde ich so, sagen. Ich so alt schon. Wie viele gibt es auch? Serie und drei Teile, vier Teile? Weiß keine nicht. Ahnung, ja, habe ich nie gesehen. Ich glaube, den zweiten oder so habe ich noch gesehen. Ich weiß nicht mehr genau. Ich habe nur gedacht, dass die fand also die ist, süß. Da ist auch so dieses, es gibt den, der total, oder den, ich glaube sogar eine sie, die total hart trainiert und immer sagt, was willst du denn, du bist zu alt, ne? Du bist total nicht in Form und gar nichts hier, du wirst nie mit sowas bringen und dann aber, der ist glaube ich auch so ein bisschen in sich hat und dann eben mit auch mit der Philosophie und dem inneren Glauben eben natürlich dann auch ein bisschen was macht. Ist natürlich so eine Sache, so ein Kinderanimationsfilm, der dann eigentlich auch so eben wieder auf Kraft ist. Aber wir waren eigentlich beim Thema Filmreferenzen. Also wir können kurz abschließen mit ja, Kung Fu Panda, können wir gerne nochmal zusammen gucken. Bin ich auch gespannt, wie ein Wiedersehen ausfällt. Filmreferenzen. Ich komme leider auch nicht mehr auf alle, was mich total ärgert gerade. Also die Hauptgeschichte, die mir in Erinnerung ist das Gegenüber von dem Cobra Kai Dojo das Restaurant ist, wo er sich mit seiner Mutter trifft und das Restaurant ist der Orient Express. So, jetzt können wir sogar sagen, das ist nicht mal eine Filmanspielung, sondern einfach nur eine Literaturanspielung, aber Orient Express ist dann halt da für mich eben Mord im Orient Express Dings. Aber es gab noch mehr. Ärgere ich mich natürlich, dass ich das jetzt nicht mehr genau, aber ich glaube, das ist so eine Art von Zitaten oder so. Fällt das, kommen da eben so manchmal Sätze oder irgendwie, ich weiß gar nicht, ob irgendein Filmtitel so konkret genannt wird oder eben du bist doch wie Düdeldüm. Ich weiß nicht, ob zum Beispiel mal Romeo und Julia gesagt wird, aber ich glaube nicht. Nee. Ja. Hast du noch, fällt dir irgendwas noch ein mit den Filmreferenzen? Mir haben sich nicht mal aufgefallen. Also es war also nicht so bewusst, dass es bei mir jetzt im Gedächtnis geblieben wäre. Ich meine, es war vielleicht noch in der Spielhalle bestimmt auch noch was irgendwie, oder? Ich meine, es waren irgendwie noch so zwei, drei Sachen. Also man kann natürlich, hatten wir ja ganz am Anfang mal gesagt, dadurch, dass Avildsen halt auch Rocky gemacht hat, es ist natürlich wieder so eine ähnliche Geschichte von der
vermeintliche Außenseiter, der eben turniert und, also das ist jetzt nicht mal unbedingt, dass Rocky das erfunden hätte, aber in dieser Linie finde ich, da ich das sozusagen das ähnliche Personal ist, was da beteiligt ist, würde ich mal sagen, ist da eben schon eine Parallele zu sehen. Also findest du, dass Sylvester Stallone recht hat, dass sozusagen Karate Kid ein Aufguss ist von Rocky? Ja, es hat Ähnlichkeiten, ne? Der Hauptunterschied ist natürlich, dass trotz allem, so wie Rocky, ja, so dieses, die Geschichte von dem Underdog, der eben dem einfachen Arbeiter, nicht dem verwöhnten Rich Kid oder dem Superstar ist. Bei Rocky ist ja immer noch der Kniff am Ende, dass er nicht gewinnt, aber das ist egal. Ja, er ist halt angetreten und verliert ja, glaube ich, im ersten Teil noch. Das wusste ich nicht, das ist jetzt ein Spoiler. Ja, das ist eben... Ich glaube, ich habe auch nur zwei Boxfilme gesehen, weil ich Box nicht so gerne mag. Du hast aber schon mindestens Wilder Spiel und Wilder Stil gesehen. Ich habe ihn Wilder Stil schon ein paar Mal gesehen und ich habe auch Ali gesehen. Ja, Ali ist auch, ich glaube, da habe ich ja schon mal kurz zwei gute Klassiker, oder? Ich glaube, Ali ist gar nicht so anerkannt im Verhältnis zu manch anderen, aber ist auf jeden Fall ein Film ums Boxen. Ja, nichtsdestotrotz, also auf jeden Fall die beiden hab ich auf jeden Fall gesehen. Oder den einen, wie ein Spieler, Stier habe ich öfter gesehen, das ist ja bei Rob LaMoggia oder so. Oh, was? Jake LaMotta, ja genau. Ja, falls ihr jetzt irritiert seid, ich gucke gerne Kampfkunst, ja, aber ich gucke sowas wie, also ich mag am liebsten Taekwondo und Karate und Kickboxen, das sind so meine Lieblingskampfsportarten, also bitte nicht auf Boxen oder Judo festnageln. Also. Ja, nee, schade, ärgere ich mich gerade selbst ein bisschen, dass ich das nicht mehr mir aufgeschrieben hatte oder nochmal nachgeguckt hatte mit den Referenzen. Aber ich habe so beim Film ein paar Mal gedacht, so, ah ja, das ist Dings und dieses. Aber eben so, ne, Thema Dialoge, ich meine, der ist auch ganz nett geschrieben, oder Dialoge sind eigentlich nicht verkehrt geschrieben, immer so mal mit so ein paar kleinen, die Sprüche, so dieses, die wäre so, ja, ich bin fertig mit dem Zaunstreichen. Was denn? Den ganzen Zaun? Nee, die Rückseite? Vorder- und Rückseite und diese. Aber das sind eben auch wieder, finde ich, Filmwitze, das ist was, das sind, oder Sidegags, ich weiß gar nicht, wie das heißt, also das sind keine Sachen, die ausgesprochen werden, oder die nur funktionieren, wenn man auch hinguckt. Das sind Sachen, die im Bild passieren. Wenn, also du kannst dir vielleicht denken, ne, wenn du jetzt, wie heißt hier, ja, Daniel, komm da nicht, hier Meister, ich habe den Zaun gestrichen, und dann sagt er aber auch die Rückseite, dann wirst du schon denken können, ja, dann muss er wohl noch ein bisschen streichen, aber dann kommt ja dieser bildliche Gag, hier ist der Zaun, da ist der Zaun und das Grundstück ist noch weiter und da hinten. Und also gefühlt die Kamera erstmal noch eine halbe Minute unterwegs ist, bis dann der ganze Zaun gezeigt wurde. Ne, das ist ja, was jetzt bei einer Fernsehserie oder so, dann würden die das alle immer noch sagen, oh, was, diese 15 Kilometer noch? Hahaha, ha, ha, so ungefähr. Also jetzt mal, ne, überspitzt. Was, hat das mit Serie zu tun? Du hast auch viele Filme, die sowas vorgegeben. Das ist keine Seriensache. Ja, mittlerweile, aber dass das Fernsehen eben vom Radio gekommen ist und deswegen sozusagen Sprechen mit Bild noch dazu war, aber dass eben ein Kinofilm, jetzt mal unabhängig davon, dass das jetzt im komödiantischen Bereich ist, dass der eben Sachen zeigt und damit erzählt und nicht einfach nur über das, was gesprochen wird, sondern eben das Bild nutzt und dass die Menschen, die den Film gucken, eben nicht einfach nur eben deswegen hingucken müssen und den nicht nur hören, weil wenn du nur hörst und so im Augenwinkel verfolgst oder so, dann verpasst du eben was dabei. Das war, glaube ich, der Punkt, den ich machen wollte. Ja, ich weiß nicht, ob das up-to-date noch ist. Kann sich mittlerweile ein bisschen geändert haben oder dass eben manche Standards vielleicht gesunken sind oder so oder Erzählweisen simplifiziert worden sind oder auch sich ein gehobener Standard auch an anderen Stellen im Fernsehen oder Streaming durchsetzt oder gebildet hat, ja. Aber das ist zum Beispiel oder für mich ein großes Beispiel dafür. Ich fand auf jeden Fall die Dialoge sehr nett geschrieben. Ich fand das allgemein sehr schön gemacht in der Hinsicht. Da kann ich überhaupt nicht meckern. Ich fand auch wirklich die Dialoge zwischen Miyagi und Daniel halt sehr schön gemacht. Also die haben mir auch wirklich gut gefallen. Mhm. Wenn er eben auch sozusagen auch so ein bisschen japanische Kultur versucht beizubringen oder so auf kleinen Wegen und das mal so ein bisschen einzugliedern. Und dann, das fand ich schon, das hat schon was gehabt. Ja. Ich finde, er hat auch immer mal einen sehr, nicht scharfen, sehr, sehr kecken Witz gehabt. So auch dann, gerade auch im Finale. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass ich das überleben würde. Ja, dann sind wir schon zwei. Also ich glaube, ich dachte gar nicht, wir sind schon zwei, aber so, ne, dieses, ich auch nicht. Aber ich bin froh, dass ich es dir beigebracht habe, so ungefähr. Ja. So, also, dass der wirklich manchmal so Dinger rauslässt und so, wo ich zum Beispiel auch nicht weiß, ob man das heute noch so macht oder ob das schon irgendwie so ist, so, oh, wir müssen aufpassen. Nee, ich meine, das könnte man ja rausfinden, wenn man das Remake gucken würde, ne? Ja. Da würde man das. Aber das wird ja auch teilweise nach China verlegt, ne? Sind die da an der großen Mauer oder so? Ist da nicht auch so eine Szene? Ich hatte da nichts von. Also eine Trailer-Szene. Ich weiß nur, dass Jackie Chan da mit ist und dann der junge Smith. Smith, genau. Jaden Smith?
Ja, ne? Jada Pinkett und Jaden und Will Smith. Und ich glaube, die Tochter heißt so wie... Das ist mir noch nie aufgefallen, das ist so ein gekreuzter Name. Ich habe das irgendwo mal gehört oder gelesen. Hast du mich das sogar erzählt? Aber ich, nee. Also irgendwie, ne? Das ist der Will Willow ist dann Dings und Jaden. Oh, das ist ja, ja... Das ist ja sehr kick. Pinkett Schmiff. Hat was. Ja, haben wir das auch noch geklärt. Das wird bei uns ja gar nicht funktionieren. Doch, schon. Aber es ist keine Nahe, schön, dass du darüber nachgedacht hast. Schwamm drüber. Ne, genau, also es ist kein bierernster Film. Oder beziehungsweise, es sind schon tonal ziemliche Schwankungen, finde ich, ne? Wenn du einerseits hast, dieses komplette Verprügeln. Und es ist ja nicht so dieses, man schubst sich mal oder Dings, sondern das ist ja wirklich schon so regelmäßiges, wirklich hartes Verprügeln, wo du eigentlich sagst, ja, du musst jetzt mal zum Arzt gehen. Also da müssen wir mal die Schwellung am Auge, das ist nicht von 3 Tage Sonnenbrille tragen weg, so ungefähr. Da hat so auch eine ordentliche Maske gehabt, du. Da müssen wir schon mal sowas machen. Ja, ich finde es auch nochmal krass. Also ich habe noch drüber nachgedacht, welche Szenen ich mich erinnert habe, bevor wir den Film jetzt nochmal neu geguckt haben, was so die ikonischen Szenen aus dem Film sozusagen in Erinnerung sind. Und das sind für mich an sich einmal die Fliegenszene. Mhm. Und dann noch die Kranich-Szene, wie Daniel übt am Strand. Und bei der Fliegenszene war ich zum Beispiel jetzt total überrascht, dass Miyagi die gar nicht kriegt. Ich habe mir gedacht, Miyagi macht das, um sozusagen seine Skills zu beweisen und dann zu sagen, ja, hey, das bin ich und das ist die Bewunderung sozusagen von Daniel zu kriegen, aber dass es dann doch so läuft. Es ist witzig abgehandelt. Genau, es ist witzig abgehandelt und es ist ja gleichzeitig auch eine, finde ich, eine sehr interessante Variante der Charakterisierung, weil dadurch gezeigt wird, auch Miyagi ist nicht der, also allwissend könnte er vielleicht sein, aber er ist jetzt nicht der völlig, oder dass vielleicht das Training nie endet, dass du immer noch was dazulernen kannst oder deine Fähigkeiten immer noch mal verfeinern kannst, steigern kannst. Und dass auch wenn er sozusagen eine moralische Instanz ist und eben so als Lehrer, aber dass das eben auch zeigt, auch ich bin nicht in welcher Hinsicht auch immer perfekt. Ne? Auch für mich gibt es immer noch Sachen, die ich dazulernen kann oder so, oder wo ich mich noch steigern kann. Ich habe keinen Führerschein, ich kann nicht Auto fahren. Das Autofahren, ja. Wie lernen wir Autofahren? Fahr einfach los. Kannst du heute auch nicht mehr machen. Ich meine, es ist in amerikanischen Filmen ja häufig so, dass die einfach ohne Führerschein einfach mal fahren und üben. Ja, schon hart an der Grenze sowas. Auch da könnte man fragen, wie verantwortungsvoll dieser Punkt ist. Ich sage jetzt mal, wenn es jetzt so, wenn die jetzt im mittleren Westen wohnen und dann hast du halt dann nur diese Strecke, dass man zum Üben das macht, okay, aber die wohnen ja nur noch in der Stadt, ne? Das war schon so ein, nehmen wir mal so hin, so. Ja. Aber genau, das ist schon ein interessanter Punkt, dass auch so dieses, es war Anfängerglück. Die sind beleidigt. Ja, das fand ich auf jeden Fall gut. Und ich fand, was mir auch sehr gut gefallen hat, ist der Soundtrack. Das ist alles immer sehr schön untermalt. Ja. Waren schöne Melodien dabei und ist ja auch viel instrumental so gewesen. Das fand ich schon sehr schön gemacht. Genau, es gibt als Song ist auf jeden Fall dabei hier Bananarama, Cruel Summer. Da bin ich natürlich voll dabei, ole ole. Aber es ist auch viel komponiertes, also viel Score. Und ein paar Lieder, die irgendwie drin vorkommen, standen zumindest im Abstand dabei, dass die auch von dem Bill Conti selbst mit komponiert sind oder eben, ich weiß nicht, ob getextet, aber das ist ja auch bis dahin so ein Einfluss hatte. Ich wusste gar nicht, Cruel Summer ist von Bananarama. Ich kenne von denen bloß Robert De Niro ist Waiting. Robert De Niro, ja, okay. Hätte ich jetzt nicht gewusst, dass es von denen ist. Ja. Gab es von Ace of Base oder so nochmal also es gibt wahrscheinlich 1000 Cover bei Bananarama, bei Cruel Summer. Ja, bestimmt. Ich verbinde es irgendwie gerade. Das ist ein ikonisches Lied für mich. Das kann mir vorstellen, dass ein paar Mal aufgelegt wurde. Und in der heutigen Zeit wird ja alles immer wieder aufgelegt. Und vor allen Dingen hast du von den permanenten letzten Jahren ja auch mal Lieder gekriegt mit irgendeinem Star als Titel. Ja. Ja. Ja, genau. Das stimmt. Also die Musik fand ich auch sehr schon ein ziemliches Qualitätsmerkmal, ja, so in der Form. Ne? Und weil es ja auch, glaube ich, ist es Orchestermusik gewesen? Teilweise schon, ja. Ne? Also, weil ich jetzt gerade ich habe zum Beispiel nie Rocky gesehen, aber ich kenne den Soundtrack von Rocky und der ist auch also das, legendär. Mindestens das Titelding, ja, klar. Eingängig so. Ich würde gerade, ne, um jetzt mal wieder vielleicht den Bogen zu schlagen, wie ist das bei heutigen Filmen, wenn wir jetzt den Summer of 84 nehmen, weil man da natürlich vergleichen müsste, der versucht sich ja an dieser Nostalgie-Schiene, das ist ja nochmal so ein Punkt, das macht ja Karate Kid nicht, der spielt ja eben in seiner Jetztzeit und nicht im damals. Aber bei Summer of 84 ist es ja, glaube ich, auch eher so ein Synthi-Score, also auf jeden Fall kein Ork- oder
sehr wahrscheinlich kein Orchester. Ich muss immer vorsichtig sein, weil ich mich nicht so gut auskenne, ob da nicht vielleicht doch eine Band zumindest dahinter steht und mehrere Instrumente. Meine Vorstellung ist halt immer einfach einer, der so an einem Art Klavier steht und dann ist das Das ist schon auf Synthie-80er gemacht. Also das hat mich jetzt nicht so abgeholt, aber ich fand trotzdem, hat die Stimmung des Films gut untermalt. Würde mich jetzt aber nicht verleiten, dass ich mir jetzt irgendwie den Soundtrack hole oder so. Ja. Nee, aber war schon sehr stimmig. Schon gut unterlegt. Ja. Also was zum Beispiel ein guter Vergleich wäre, wenn du jetzt sagst, du möchtest jetzt mal nur das Grundvergleich machen mit der Stimmung selbst, wäre vielleicht das Turbia oder so. Ja, hab ich nicht gesehen. Oder so Hohl. Da hast du ja auch einen Einzelgänger, der sozusagen... Aber bei der Hohl weiß ich jetzt, kann ich mich an die Musik jetzt so nicht hinsehen. Na, auch schön. Naja. Ist auch selten, dass mir Musik negativ auffällt. Ist eher so, dass es mir gar nicht auffällt. Ja, kommen wir dann mal zum Schluss zum Turnier selbst. Also ich finde zum Beispiel, ich war überrascht, wie schnell dass das Turnier nur 3 Runden hatte. Ich weiß nicht, ob es nur 3 Runden waren oder ab dem Viertelfinale konnte man das dann auch an die Tafel da bringen. Das war ja alles noch analog. Nee, lass mal, also ist eigentlich dann gut für den Abschluss, dass man davor noch ganz kurz möchte ich einmal schwärmen für diesen Freizeitpark, der mich faszinierte. Okay, yeah. Dass du natürlich so eine Art Spielhalle hast, du hast Billard, du hast vor allem Wasserrutschen da, die anscheinend bis tief in die Nacht benutzt werden können, zumindest bis nach Sonnenuntergang. Ja, also das ist, als wenn du im Center Park lebst, ne? Also es sah für mich so ein kleines bisschen aus wie das Paradies auf Erden. Ja, das ist aber eine Sache, die ich allgemein cool finde. Das ist ja in asiatischen Filmen auch häufig drin, dass die halt, und in 80er-Jahren-Filmen auch, und ich weiß gar nicht, wie es denn jetzt Film ist in den USA. Ich glaube fast eher weniger, weil es andere Genres sind. Aber dass die halt immer in diese Arkaden reingehen, ne, wo diese Spielen halt sind. Weil da haben die mal ihre Dates oder da gehen sie dann mit ihren Freunden hin. Doch, das war es hier bei diesem anderen, in diesem furchtbaren Netflix-Film war das auch ganz doll thematisiert. Teil 2 von Kissing Booth. Okay. Hat wahrscheinlich kaum einer von der Hörer heute jetzt geguckt. Ja, wer weiß. Die meisten gucken ja. Also der zweite Teil war auf jeden Fall grausam. Auf jeden Fall üben die ja ihre Tanzmoves auf dieser Tanzmaschine auch in so einer Arkade. Also es gibt die Dinger, gibt es also noch. Die werden auch das wäre jetzt meine Frage. Ne? Heutzutage spielst du ja eben mit PlayStation, Computer oder sonst was zu Hause und wahrscheinlich gibt es noch so die eine Spielhalle sozusagen in der Stadt statt 10, 15. Aber ob das so flippen mit Flipperautomaten oder so. Also ich kenne es nur aus dem Center Park bei uns. Ich will gibt es in der Großstadt bestimmt, gibt es sowas auch. Wir haben ja nur Ich habe halt gerade so überlegt, so wie ist denn das HCC hier bei uns, das Holiday City Center. Aber da, also die haben dieses, wie heißt das? Dieses Minigolf mit. Die haben auch Squash und alles, Dings. Aber das ist ja nicht. Ja, ich meine nicht dieses normale. Ja, deswegen überlegt, weil eben, ne, du hast dieses, so, und dann hast du halt die Schwimmhalle oder so ein Schwimmcenter, aber das alles so zusammen wüsste ich auch nicht. Was natürlich auch einfach heißen kann, ich kenne mich nicht aus hier. Ja, ich würde das vielleicht bei uns eher in der Großstadt eher vermuten, aber ich weiß nicht, ob es sowas gibt, aber es war auf jeden Fall cool, mal sowas mitzumachen. Mit auch mal hier so dieses, auch so allgemein, das fand ich immer total geil, wenn die in einem Kaff leben, ne, auch in älteren Filmen oder auch in Serien ist es ja häufig, dass die immer dieses eine Fest haben, dann gehen die halt, haben die immer diese ganzen Stände aufgebaut, wo mit dem Spachtel auf den Maulwurf und Wasser werfen und also, weißt du, was ich meine, ja, ne? Ja. Das finde ich total geil. Sowas haben wir jetzt äquivalent nicht. Ich habe das Gefühl, immer wenn bei uns ist ja sowas wie Hansestier oder Weihnachtsmarkt und das ist ja immer nur Bratwurst. Ja, da gibt es auch Bier. Aber da gibt es zumindest so ansatzweise ein paar dieser Stände. Also zumindest hier mit Dosen werfen und sowas, das gibt's da. Oder mit diesen Schießständen in der Form, das gibt's schon. Aber die sind dann eben, die haben halt ein anderes Gefühl, vermitteln auch ein anderes Gefühl. Aber das ist eben, ne, weil das eine ist ja auch in einem Film und das romantisiert man dann vielleicht auch ein bisschen. Und wenn man es dann selbst erlebt, dann denkt man so, oh, naja, gemischt. Ich finde in der Form. Oder sind mehr diese Fahrgeschäfte, dass du. Ja, wir haben Fahrgeschäfte, sowas haben wir, aber nicht so. So, na, dann muss ich dich mal beim nächsten. Wenn mal irgendwann wieder Märkte stattfinden oder so, kann ich dich ja mal mit. Das war gerade die perfekte Zeit zu recherchieren, ne? Ja, wie sich das machen lässt. Nee, genau. Also wenn die alle die Krise überleben, du. Also zum einen finde ich natürlich so, sowieso diese Arkade-Hallen eben, wo diese ganzen Dinger, auf der Fähre hast du immer noch so 2, 3 so eine Automaten stehen, ne? Oder kannst du dir spielen hier so auf Motorrad. Ja, ich meine, wir so. Haben ja auch Spielotheken, aber da hast du meistens Bilder drin und da hast du diese Mini-Casino-Dinger. Ja, einarmiger Bandit. So, ja, solche Dinger. Auf jeden Fall, der Hauptpunkt ist für mich vor allem, dass es eben diese ganzen verschiedenen Sachen sind, dass du eben die Spielhalle hast, du hast diese Wasserrutschen, du hast wahrscheinlich noch mehr da auf der Anlage, was du da machen kannst, was vielleicht gar nicht gezeigt wird. Ich denke, Alter, wie geil ist das denn? Ne? So. Kann ich verstehen, wenn man sich da öfter mal trifft. Würdest du heute noch machen, ne? Wenn noch ein Kino mit dran wäre oder so, dass man sich sozusagen vorher trifft und Blödsinn macht und dann
Ja, aber ich finde das auch geil. Also ich, das muss ich auch sagen. Also nicht nur für die Jugend, sondern das ist bestimmt auch so für Pärchen ganz schön. Also ja. Wenn du dann wieder Familie hast, für kleine Kinder, ist das bestimmt auch reizvoll. Tagsüber. Und die Jugendlichen, die Coolen, treffen sich dann abends und nachts. Ja, aber ist das nicht bei Simpsons auch immer so drin, dass sie so wieder hingegangen sind, Müllhaus und Bad und solche Sachen? Also, naja, gut. Ein Freizeitpark in der Form nicht. Ja, also nee, das ist ja also eher eine Arcade. Wenn dann da die Mall ist, da haben sie dann auch mal so eine Arcade, so eine Spielautomaten. Ja, aber ich finde das auch so unglaublich beneidenswert. Ich hätte das auch gern. Also ich kann das nachvollziehen, wenn du das denkst. Ja. Ich bin auch mal neidisch, wenn ich das sehe. Und wenn die noch Zuckerwatte verkaufen, dann bin ich mal richtig hineingeschaut. Das musste ich kurz einmal noch einwerfen. Und jetzt können wir gerne zum Finale kommen, wenn du nicht noch auch noch. Ja, also ich überlege gerade, ob mir was anderes verfehlt, aber beim Finale zum Beispiel fand ich, kam mir das relativ kurz vor mit den Kämpfen und allem. Und ich fand es auch so ein bisschen, Danny war ja so unsicher da, was ich auch nachvollziehbar finde. Er hat keinen einzigen Kampf bisher gehabt, würde ich sagen. Ja, ja, hat er ja auch nicht. Er hat nur Häuser gestrichen. Und dann war so in Balance gehalten. Auto und so. Na gut, er hat mit Miyagi hat er schon ein bisschen geübt. Er ist ja nachher hier in seinem Baseballanzug da stand und so. Baseballanzug. Ja. Nee, ist richtig. Aber genau, er hätte jetzt nicht mit Gleichaltrigen schon mal so einen Trainingskampf. Ja, ich meine, erst haben wir nervös und das ist auch nachvollziehbar aus seiner Perspektive. Aber wie er so rumzappelt, da habe ich so gedacht, du musst doch gleich weg. So, das waren ja eher dann wirklich Glückstreffer, wo ich teilweise dachte so, ja, wie viel Glück kann denn unser Junge hier haben? Also ich meine, gut, er hat es nach diesen harten Monaten mal verdient, klar. Mhm. Aber, Ich meine, einer der ersten Sätze, die du gerade gesagt hast, war ja mit dem, dass es relativ kurz ist, das Turnier. Und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, den der Film macht, dass der Weg quasi mit das Ziel ist. Ne? Das ist natürlich ja, eben, dass er sich an die Regeln hält und er kämpft ordentlich, während die anderen so unsauber kämpfen teilweise. Ja. Und bist du der Meinung, ist das am Schluss eigentlich ein unerlaubter Tritt, mit dem er dazu gewinnt? Ich überlege das nämlich gerade. Also ne, das ist ja hier bei How I Met Your Mother, ist das dann hier, oder gibt es ja auch sowieso hier von wegen, ja, eigentlich war Johnny der Held und wird dann eben noch so unfair da gestoppt. Und unberechtigterweise kriegt eben also, dass du jetzt hier Barney Stinson zitierst, ne? Also. Ja, ich überlege gerade, wie das war. Also, ne, es wurde ja gesagt, man darf nicht auf die Beine treten und eigentlich nur so den Körperbereich, also der Oberkörperbereich ist. Ja, aber es gibt einen Punkt fürs Gesicht, also für den Kopf gibt es einen Punkt. Für den Kopf bin ich mir schon mal nicht mehr ganz sicher. So, ja. Aber genau, er ist schon im Bereich des Erlaubten gewesen, oder? Ja, natürlich. Er wurde ja vorher auch im Gesicht getreten, gab es ja auch keinen Strafpunkt. Ja, ich überlege, oder habe ich den mal auf Deutsch gesehen? Ich weiß es nicht mehr. Also mir war es zumindest nicht so von wegen, wie deutlich wurde gesagt, was erlaubt ist und was nicht. Also es wird schon einmal gesagt hier, wie es die Punkte gibt. Und das ist es aber auch, ne? Naja. Ja, also ich weiß nicht, ob das ein unerlaubter Tritt war. Also ich meine, vielleicht, weil er dann komplett mit dem ganzen Körper geflogen ist, das war dann der sichere Sieg dadurch, weil das vielleicht der Knackpunkt war. Aber das fand ich auf jeden Fall schon gemacht. Ich fand es auch gut, dass der Dojo, der schwarze Dojo, also der Kaurakai-Oberhäuptling, dass der sozusagen mal nicht gewonnen hat, seine Erfolgsliste nicht fortsetzen konnte. Für ihn wiederholt sich ein Trauma. Ja, ich hatte mich auch gefragt, ob der mit Johnny so eng ist, dass ihm das auch wichtig ist persönlich. Dass, das wäre wieder der nächste Punkt, dass sozusagen die Erwachsenen den Erfolg, der ihnen verwehrt geblieben ist, in diesem Fall wäre das sozusagen das Trauma Vietnamkrieg, dass sie das dann eben der nächsten Generation, dass sie das auf die nächste Generation projizieren und dann sagen, den Erfolg, den die dann haben, dass das sozusagen ihr Erfolg ist. Ja, aber man da natürlich Tatsache, sagen kann, dass er von Anfang an so aggressiv reagiert hat. Johnny hat ja auch schon zweimal gewonnen. Ich hatte das Gefühl gehabt, dass er froh war, dass seine Jungs mal einen Antagonisten gefunden haben, sozusagen. Das fand er gut. Na, vor allen Dingen ist ja der Punkt, dass für ihn das ja nicht mehr zwingend notwendig wäre, in dem Sinne, dass Johnny ja anscheinend die letzten beiden Jahre gewonnen hat. Ne? Mhm. Also der Erfolg ist schon da. Das wäre jetzt nichts Neues. Neu wäre vielleicht dann dreimal. Na gut, aber könnte er ja auch einfach sagen, dass er seinem Schüler vertraut, ohne dass er ihn, dass er sozusagen den anderen vorher beschädigen muss oder dass er ihn raushaut anderweitig. Weil das ist ja noch auch genauso ruhmlos zu gewinnen, einfach wenn denn der Gegner unfairerweise rausgekickt wird. Also, aber das fällt mir auf, das bringt mich auch wieder zu dem Zweck, wir haben noch gar nicht über die Magic Fingers geredet von Mr. Miyagi. Ja, einmal reiben und drauflegen und drücken und dann passt wieder alles. Aber und dann haben wir es. Ja. Ja, also ich habe nur gedacht, weil jeder braucht einen Mr. Miyagi zu Hause. Also ja, ich habe so gedacht, also ne, wir haben so mehrere verantwortungslose Momente, so wie ich das von der Mutter beim Country Club sehr schlimm finde, so wie ich merkwürdig finde, dass so schultechnisch anscheinend da nicht. Also kann man natürlich immer sagen, so dieses Jahr so ein bisschen Bully oder sowas passiert eben mal, dass man kann nicht alles verändern, aber dass der quasi ja immer mit so einem geschwollenen Gesicht in die Schule kommt, ist ja jetzt ja auch nicht so doll.
Und dann sowas wie, ja, der Arzt hat gesagt, nee, Daniel, du kannst jetzt nicht zurückgehen, ich gebe den Richtern Bescheid. Dann kann man auch sagen, okay, ich versuche eine alternative Heilmethode. Und man kann auch sagen, im Rahmen des Films kann ich das noch nachvollziehen, weil es auch etabliert worden ist, dass Mr. Miyagi ihm da seine Schulter zurecht ruckelt vorher mal nach dem Training. Aber da habe ich eher das Gefühl, das ist so muskelkatermäßig und nicht irgendwie, dass da möglicherweise ein Knochen gebrochen ist. Und hier habe ich das Gefühl, naja, da ist entweder was gebrochen oder zumindest ein Bänderriss oder Anriss oder sowas. Da ist mit Hand auflegen, nee, da muss schon richtige Medizin sein und nicht so ein bisschen, wir massieren am genau richtigen Punkt oder so. Also das finde ich persönlich schon sehr bedenklich, bei allem Nachvollziehbarkeit, dass man als Sportler auch das will, aber da müssen dann gerade eben auch in diesem Fall, weil es sich um Jugendliche handelt, die Erwachsenen auch mal sagen, nein, das geht nicht, Punkt. Aber ich fand es trotzdem realistisch, dass er dann trotzdem noch humpelnd da stand und nicht wieder komplett fit war, das fand ich dann. Ja, ja, also es ist hart an der Grenze, also in der Dramaturgie kann ich es voll nachvollziehen und fieber auch mit, aber der Vernunftbegabte und der selbst Sport gemacht Habende sagt dann auch, ja gut, dann gewinnst du vielleicht jetzt, aber wenn du das Ding halt nicht ruhen lässt, dann kannst du erstmal die nächsten Jahre abhaken und dann machst du auch mit deiner Karriere so ungefähr vielleicht, dass das Risiko dann nochmal viel größer ist. Und wie gesagt, also dafür war ja zumindest dann ein Arzt da, der da mal raufgeschaut hat und gesagt hat, und wie gesagt, ich kann auch seinen Ehrgeiz verstehen und seinen Willen, das ist alles in Ordnung, aber ja, wie gesagt, ist halt filmische Zuspitzung, muss man nur eben auch ganz klar festhalten, in echt geht es nicht, da ist dann eben Schluss, auch wenn er dann eben sozusagen sich mit niederen Mitteln da sozusagen der andere Typ oder das andere Dojo verhalten hat, aber da kannst du dann nicht weitermachen, das musst du auch sehen. Also ich muss sagen, mir hat der Film extrem viel Spaß gemacht und ich fand das auch richtig gut, aber was mir zum Beispiel, was mir nicht gefallen hat, so auch wenn es vielleicht für den einen oder anderen merkwürdig klingen mag, ist denn sozusagen, dann hat er dann gewonnen, dann wird er ja getragen sozusagen mit seinen Schmerzen hochgewonnen und da kommt dann Johnny an und du bist voll in Ordnung. Wer ist der? Daniel. Ja, Daniel und Johnny. Ja, aber er nennt ihn ja mit LaRusso. Ja, du bist voll in Ordnung, LaRusso. Ich dachte so, ja genau, du hast ihn die ganze Zeit, weil sie deine Freundin ausgespannt, also gefühlt deine Freundin jetzt hat und was weiß ich was. Und nur weil er dir ins Gesicht getreten hat, ist er jetzt voll in Ordnung. Wozu haben wir denn Cobra Kai? Dann brauchen wir da keine Rivalität, wenn danach alles in Ordnung war. Ist ein guter Punkt. Also, das fällt mir gerade noch ein, weil wir ja gesagt haben, ist ja seine Ex-Freundin oder sie hat sich wahrscheinlich von ihm getrennt. Ja, ne? Aber schon vorher, da war ja der fällt, noch gar nicht da. Ja, schon ein paar Wochen so. Ist ja auch dieses Weeks, what's Weeks, how many Weeks, fällt mir gerade ein, das wäre ja zum Beispiel auch noch ein Punkt, warum man sagt, ne, er sucht den Weg in die Drogen mit seinen Jungs, kann er da wahrscheinlich nicht drüber reden, dass er Herzschmerz hat, der Johnny, dass er, also es ist ja offensichtlich, dass er wieder mit Ali zusammen sein möchte, aber dass jetzt irgendwie so eben mit denen, die hier nur nach Körperkraft und Austausch lechzen, mit denen ein tiefsinniges Gespräch über Gefühle zu führen, scheint mir nicht so angebracht oder ja, wahrscheinlich, man kann natürlich trotzdem versuchen, aber das wird dann wahrscheinlich als vermeintliche Schwäche ausgelegt, wobei es ja eigentlich noch eine ganz andere Größe zeigt. Genau. Aber das ist auch der Punkt, auf den ich vorhin hinaus wollte, wo ich nämlich meinte, ne, bis dahin ist mit Johnny extrem unsympathisch, aber dann diese kleine Miniszene, wo er ihm den Pokal, er ist ja sogar derjenige, der den Pokal überreicht, ne, ist ja nicht der Veranstalter oder der Ringrichter oder wie auch immer da sozusagen, sondern es ist Johnny, der zu ihm sagt, ey, LaRusso, bist du okay? Und ich eben so denke, ja, eigentlich eine schöne Szene, die aber, ja, weiß nicht, es wirkte halt so, okay, wir müssen jetzt Schluss machen hier mit dem Film, Siegesfreude, alter Kuchen. Also es ist bei mir so, es stellt ein bisschen die Hoffnung in Johnny wieder her, dass er vielleicht tatsächlich eben auch dann anerkennt, okay, der ist halt eben gut und vielleicht können wir ja sogar miteinander auskommen und müssen nicht nur Rivalen sein oder so oder weiß ich was, aber das ist eben, da ich das so wirklich eine 3 Sekunden, wenn überhaupt wahrscheinlich ist, ist das eben schwer zu sagen. Ja. Es wird so aufgesetzt. Ich habe bisschen so, wie so, und der war für Abspann so. Genau, weil es einfach wirklich nicht so, ist so wie, also er hat ja gar nicht die Chance, mit ihm in Ruhe zu reden an der Stelle noch oder so. Aber es wirkt schon eben, also eigentlich wirkt es positiv, ja, aber es wirkt eben so, gehetzt vielleicht auch ein bisschen. Aber er wirkt tatsächlich wie ein aufrechter Verlierer. Oder, ne? Also das ist jetzt nicht so, dass er und alle gucken böse und ballen die Fäuste und aber nächstes Jahr machen wir trotzdem weiter. Oder wir halten trotzdem noch Sportsgeist so, ne? Genau, er wirkt eben schon so wie, vielleicht hat ihn Cobra Kai-Chef Kreese nicht völlig verhunzt moralisch. So wirkt das. Aber es kommt irgendwie ein bisschen, vielleicht ist es auch minimal die Schauspielleistung, kann ich aber jetzt selber nicht, bin ich mir selber nicht sicher, ob ich ihm das vorwerfen wollen würde.
Ja, es funktioniert nicht hundertprozentig. Es funktioniert nicht hundertprozentig. Das ist, glaube ich, darauf lege ich mich mal fest. So. Ich freue mich, dass es wirkte auch so übersteuert. Also, ich weiß nicht, die Tonabmischung war einmal zu groß, war zu akzentuiert oder irgendwie ist das Ding so befremdlich wirkte in dem Moment. Aber also, ich finde es, wie gesagt, ich freue mich eigentlich, dass er so reagiert. Irgendwie wirkt es halt, ja, ein minimaler Haken ist da irgendwie. Ja. Und was sagst du dazu, dass sozusagen das Abspannbild ist sozusagen der Freeze-Frame auf den grinsenden Mr. Miyagi? Ja, das ist auch bezeichnend, dass es eben nicht Danny ist. Ich habe es ja, wie gesagt, meine Erinnerung war, dass er sozusagen eben den Kranichtritt auspackt und dass sozusagen mit dem, im Moment des Sieges sozusagen, diese Freeze-Frame, das Standbild kommt und der Abspann. Habe ich mich getäuscht. Ja, das verschiebt nochmal so ein bisschen den Fokus, ne? Das, auch wenn es das Karate Kid ist, das eben, ja, oder vielleicht ist ja auch Mr. Miyagi ein Karate Kid. Ja, soll er auch. Genau, legt darauf auf jeden Fall nochmal den Fokus, ne? Das ist sozusagen, wer ist sozusagen der wahre Sieger vielleicht? Es ist der, der eben mit ruhiger und größtenteils verantwortungsbewusstem Umgang seinen Schüler sein Wissen vermittelt hat. Abgesehen von den Zauberhänden. Ja. Wie wirkt das für dich oder was macht das mit dir? Also ich fand das schön, es war für mich ein zufriedenstellendes Abschlussbild, weil ich das Gefühl hatte, dass Mr. Miyagi auch sozusagen auch mein Lehrer während des Films war und möchtest du jetzt auch Zäune streichen? Nee, aber dass er jetzt stolz auf uns ist. Nee, ich hätte nach echt Bock drauf, als nach dem Film ein Auto zu waschen. Karate Kid, was macht der Film mit dir? Ich möchte ein Auto waschen. Wollte auch mal diese Bewegung nachstellen, einmal wachsen. Hab noch nie ein Auto von Hand gewachsen. Richtig, erstmal die Wohnung auf Vordermann bringen. Ja, was ich zum Beispiel auch krass fand, also das ist wieder komplett out of place, ne? Aber ich habe zum Beispiel auch gedacht beim Gucken, boah, wir meckern hier immer rum, dass wir unser Weihnachten immer verregnet ist und wir immer hier 10 Grad oder so gefühlt haben. Jetzt haben wir dieses Jahr sogar 0 Grad, aber trotzdem kein Schnee, wie immer. Aber ganz ehrlich, ne, dass die am Dezember und er steht in der Badehose im Ozean, ne? Also, ja. dass die da überhaupt Weihnachtsstimmung kriegen in Kalifornien, also das ist bisschen ja andere Witterungsverhältnisse, ja. Das ist schon eine harte Nummer. Wie weißt du, der Weihnachtsmann kommt mit dem Surfbrett, nicht mit dem Schlitten, ne? Ja. Das ist irgendwie der Spruch. Ja. Mr. Miyagi. Ich habe diesen Spruch noch nie gehört, aber ich finde ihn sehr originell. Ich weiß aber nicht mehr, wo das war. Ich weiß nicht, ob es in einem Film oder Serie war, aber irgendwo oder in einem Buch oder sowas. Aber eben, weil da eben ja nie quasi Winter ist in der Form. Das war das Karate Kid. Ja. Ja? Mhm. Möchtest du noch was dazu sagen? Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, dass wir mal wieder einen amerikanischen Film mitgebracht haben. Sogar in die 80er, da sind doch alle immer dabei. Also ich bin ja auch ein Fan von 80er Jahre US-Kino, kann ich ja auch nicht leugnen. Also ich kann nicht sagen, dass die 80er jetzt für mich durchgehend perfekt sind, aber es sind auch viele Filme, die nicht meinen Geschmack entsprechen. Klar, aber die haben auf jeden Fall ein paar gewisse Genres da geboten, die mich ja komplett abholen, ne? Ja. Ja. Ich kann jetzt keinen konkreten Ausblick geben, obwohl doch, es müsste ja eigentlich mit der Reihe Deutscher Film nochmal weitergehen, aber wissen wir jetzt noch nicht ganz so genau. Also möglicherweise gibt es nochmal Richtung Abschluss alter deutscher Film, es wäre dann wahrscheinlich der drittletzte aus der Reihe dran, aber vielleicht ist auch irgendwas anderes dran. Ihr könnt mit uns auf jeden Fall in Kontakt treten, wenn ihr wollt. Wir sind bei Twitter aktiv. Es gibt E-Mail max@wiederaufführung.de. Es gibt einen Instagram-Account, der ist mittlerweile wieder am Leben. Und von mir ist das eigentlich soweit. Hast du noch irgendwas? Müssen wir noch irgendwas ansagen, besprechen? Nö. Ich bin wunschlos glücklich. Na. Wenn das nicht toll ist, hoffentlich geht es euch auch so. Und wenn ihr doch Wünsche habt, dann teilt sie uns mit. guckt Filme, habt Spaß dabei. Auf bald bei Wiederaufführung. Bye, bye.